Hallo an unsere Diskussionspartner, an Dr. Markus Kortheuer, Sascha Devinje, Sergej Paveljew und Dr. Andreas Lischka, die sich bereit erklärt haben, heute ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn es um das Thema Förderprogramme geht. Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Wir sind ja ein Arbeitgeberverband als Unternehmerverband. Das liegt uns ja eigentlich eher fern, aber nichtsdestotrotz sind wir in einem täglichen Kontakt mit unseren Mitgliedern. Natürlich haben wir immer ein offenes Ohr für das, was den einen oder die andere umtreibt. Und da geht es natürlich auch um so ein Thema mal wie Förderprogramme. Wie kommt man eigentlich da dran? Ist das nicht eine große Hürde? Ist das nicht sehr aufwendig? Müssen wir da nicht, ja, vielleicht lassen wir da lieber die Finger von, weil das am Ende des Tages für uns ja doch nichts bringt. Und da haben wir einfach mal rumgefragt, wer denn hier aus unserem Netzwerk bereit ist, da vielleicht mal ein bisschen zu erzählen. Und wir haben, denke ich mal, drei sehr gute Beispiele zu unterschiedlichen Anwendungsbeispielen gefunden. Das ist da einmal die Firma Espera von Dr. Markus Kortheuer, die sich um das Thema europäische Förderprogramme so ein bisschen gekümmert hat und da auch Erfahrung gemacht hat. Sascha Devinje hat ein Landesprogramm angezapft mit seinem Sender Studio 47 für die Entwicklung eines KI-gesteuerten Videoproducers. Da wird er uns gleich auch noch einiges zu erzählen. Und Dr. Andreas Lischka für die Firma Bluecon Biotech, so heißt es. Von Biotech, ganz genau. Von Biotech aus Köln. Sie haben dann die steuerliche Forschungszulage genutzt für ihre Arbeit. Und ganz am Ende haben wir natürlich noch den Herrn Paveljew von der Zenit GmbH aus Müller mit an Bord, der uns nachher nochmal aus der Beratersicht so ein bisschen erklären kann, was es denn eigentlich alles gibt. Und warum die Fördertöpfe, ich glaube, ich habe es gerade schon mal angedeutet, warum die halt auch meistens noch voll sind. Nämlich weil viele Vorurteile haben, dass sie gar nicht drankommen und dass die Hürden zu hoch sind. Und ich würde dann jetzt auch mal direkt an Markus Kortheuer übergeben wollen, der vielleicht auch mal aus der persönlichen Sicht des Inhabers einer Firma einfach mal sagen kann, welche Hürden es gab, welche Ideen es gab und welche, ich sage mal so, für Überraschung auch vielleicht im Zuge der Umsetzung sich dann nachher eingestellt haben. Ich glaube, es hat ja insgesamt 3 Jahre gedauert, dieses ganze Programm. Insofern Dr. Markus Kortheuer von der Espera GmbH. Bitte schön. So, ja, lieber Christian, danke für deine einleitenden Worte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie heute zu unserem Netzwerkforum. Ja, ich fange direkt mit etwas schwererer Kost an, nämlich Fördermittel generieren am Beispiel eines EU-Förderprogrammes. Das ist mit Sicherheit nicht, wenn man da sich als Unternehmen noch nie mit auseinandergesetzt hat, dann ist das mit Sicherheit nicht der erste Start, den man direkt wagen sollte. Das ist wichtig, aber ich möchte halt einfach darüber mal zeigen, und das ist der Fokus meines Vortrages auch, worauf man sich einlässt und welche Hürden das auch haben kann, und man sich auch sehr viel Gedanken machen muss, damit das nachher auch wirklich ein Nutzen stiftend ist und nicht nur extreme Ressourcen bindet. Und darum, meine Agenda sieht also wie folgt aus. Ich möchte einmal kurz, nicht um groß über das Unternehmen zu sprechen, sondern ich glaube, Sie müssen es einmal wissen, was wir machen, ganz kurz, warum für uns dieses Thema Forschungsförderung ein ganz wichtiger Aspekt ist in der Forschung generell. Dann möchte ich die Gründe einmal kurz erläutern, warum wir uns explizit also für dieses EU-Forschungsprojekt entschieden haben. Auch die Auswahl, was war das für ein Forschungsprojekt, und natürlich, das ist wichtig, wir haben das nicht alleine gemacht, sondern wir haben, wie das die Zenit GmbH natürlich auch macht, wir haben uns hier ein Unternehmen, auch einen Partner gesucht, der uns dort unterstützt. Dann ein paar Worte zur Umsetzung, worum geht's, und für mich das Wichtigste eigentlich sind die Herausforderungen, die ich nachher präsentieren möchte, weil, wie gesagt, das klingt alles toll, Riesenfördertöpfe, ein enormes Volumen, und das ist es in der Tat. Aber man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Und für mich ist wichtig, für die, die vielleicht überlegen, Mensch, das könnte was für uns sein. Für mich ist es wichtig, dass ich einfach aus der Praxis da mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudere und sage, wo man drauf achten muss und wo man vielleicht dann auch die Finger lassen sollte, wenn man sagt, nee, das sind Voraussetzungen, die ich vielleicht nicht habe. So, ganz kurz zum Unternehmen. Genau, mittelständisches Maschinenbauunternehmen hier mit Sitz in Duisburg, fast 100 Jahre alt. Wir sind, man nennt das so praktisch und klassisch, wir sind ein Nischenanbieter. Wir haben den Fokus nämlich auf den Bereich Wägetechnik. Wägetechnik heißt also für Wiegenprodukte. Und hier konzentrieren wir uns auf die Lebensmittelindustrie.
sind dort, und das darf man wirklich sagen, wie man immer so schön sagt, Technologieführer im Bereich der Welt- und Kennzeichnungstechnik. Warum sind wir Technologieführer? Und jetzt kommt auch gleich der Bogen, warum diese Forschungsprojekte für uns so wichtig sind. Wir sind im Verhältnis zu unseren nationalen und internationalen Wettbewerbern um den Faktor 10 kleiner, wenn nicht sogar mehr noch. Das heißt, wir können am Markt nur bestehen, dass wir unseren Kunden wirklich neue Technologien anbieten, neue Ideen, neue Konzepte, um einfach da dem Kunden die Option zu bieten, zu sagen, Mensch, Espera ist zwar ein Nischenanbieter, die konzentrieren sich auf ein Produkt, aber dort haben sie eine solch interessante Technologie, darum wähle ich diesen Anbieter aus. Das sieht man auch bei den Patenten, die wir aktiv laufen haben, über 70 Patente für einen Maschinenbauer unserer Größenordnung, das ist schon nicht schlecht und auch ein wichtiger Teil in diesem Bereich. So haben wir angefangen, ganz kurz 1924, klassisch halt Lebensmittelindustrie. Damals war das noch diese klassischen Metzger-Produkte, die man hatte, also die Ladentischwaage, der Fleischwolf, das Kassensystem. Heute sieht das dann so aus. Wir haben uns dort ganz klar in die Richtung, ich sag mal, industrielle Anwendung fokussiert. Man sieht das auf dem Bild, das ist ein Kunde in Holland. Sie sehen, das hat nicht mehr viel mit zu tun, dass da ein Produkt irgendwo auf eine Waage gelegt wird und dann ein Etikett gedruckt wird oder sonstiges und das auf die Packung gebracht wird, sondern heutzutage reden wir da von vollautomatisierten Lösungen in diesem, wir nennen das End of Line, also alles nach der Verpackung. Das heißt, das Verbiegen, das Kennzeichnen, das Aussortieren, das Sortieren für bestimmte Kundengruppierungen oder einzelne Supermärkte. Das ist also unser Tagesgeschäft, was wir machen. Genau, wenn man jetzt von Gewichtspreisauszeichnung spricht, weil ich da nachher auch nochmal natürlich, weil das Forschungsprojekt sich oder dieses Förderprojekt sich natürlich damit auch auseinandersetzt, hier nochmal, was bedeutet das? Das heißt also, wir haben Systeme, die bis zu 140 Packungen pro Minute vollautomatisch verwiegen. Das heißt also, die Produkte werden transportiert, verwogen und dann, viel wichtiger, die individuellen Informationen werden dann auf ein Etikett gedruckt. Und früher war das mal der Gewicht und der Preis. Heute sind das Nährwerte, sind das Allergene, es sind Barcodes, die verwendet werden. Sie alle kennen das als Verbraucher am Supermarkt und diese Systeme stellen wir her. Ganz kurz ein Video, mal schauen, inwieweit es klappt und sichtbar ist, aber das sagt manchmal mehr, dass Sie einfach mal unsere Maschinen in der Anwendung sehen. Das ist ganz kurz. Das ist die Firma Plukon Food Group, ist einer der größten Geflügelproduzenten in Europa. Und hier lasse ich einfach mal kurz das Video laufen, das Sie sehen. So, ich hoffe, das konnte man einigermaßen sehen, das Video. Sollte einfach mal einen Eindruck geben, dass Sie jetzt ein bisschen verstehen, was wir im Bereich Maschinenbau machen. Und jetzt mache ich direkt den Switch eigentlich zu dem Thema Gründe für die Nutzung eines Förderprogrammes. Und wir haben uns hier damals, was heißt damals, das war 2018, haben wir uns also für ein EU-Forschungsprojekt entschieden. Und ich möchte jetzt erstmal allgemein, bevor ich die Details sage, warum wir dieses denn ausgewählt haben. Erstmal, ich glaube, das ist ganz wichtig. Jedes Unternehmen, gerade jetzt im Bereich Maschinenbau, hat ja eine eigene Entwicklungsroadmap, wo man sagt, so das und das sind die nächsten Meilensteine in meiner Entwicklung, die Systeme will ich entwickeln, will ich produzieren. Und da ist es natürlich wichtig, dass wenn ich ein Förderprogramm aussuche, dann bitte auch nur, wenn es mit der eigenen internen Roadmap harmonisiert. Oftmals ist man geneigt, Mensch, das klingt so gut, da ist noch so viel in dem Fördertopf drin und die Antragstellung ist einfach. Wichtig ist, machen Sie es nur so rum, Sie haben Ihre Roadmap und entweder es passt ein Förderprogramm, dann macht es Sinn. Ansonsten sollte man sehr vorsichtig sein. Warum EU-Projekt jetzt in unserem Fall? Das macht man natürlich nicht mehr alleine, sondern das war insgesamt mit 4 Partnern. Für uns dort interessant, weil wir mit einigen dieser europäischen Partner schon vorher zusammengearbeitet haben.
Und dadurch natürlich die Chance auch, man kennt sich, die Chance natürlich auch da ist zu sagen, Mensch, wollen wir unsere Kooperation nicht intensivieren, indem wir gemeinsam hier Neuentwicklungen starten. Ganz wichtiger Punkt für uns auch, die Marktanforderungen können Sie sich vorstellen, gerade im Bereich der Verpackungstechnik und in den Verpackungsbereichen verändern sich im Moment dramatisch. Da sind natürlich von den Endverbrauchern neue Forderungen, was weniger Verpackungsmüll angeht, Recycelbarkeiten. Das sind natürlich ganz wichtige Anforderungen, die für uns ein Grund waren. Aber auch natürlich sehr viele gesetzliche Vorgaben, Reduzierung von Mikroplastik, von Plastikverpackungen. Sie kennen das, Plastiktüten, Strohhalme. Das geht natürlich auch bei uns, bei verpackten Lebensmitteln ist das, was die EU-Kommission angeht, ein ganz heißes Thema. Und das muss man natürlich auch in den technologischen Entwicklungen mit berücksichtigen. Aber ganz klar auch, ein wichtiger Punkt ist natürlich, ich sehe hier eine Chance, weil das System, was wir hier entwickelt haben, eröffnet für uns ganz neue Geschäftsmodelle. Ich gehe etwas außerhalb der Komfortzone, außerhalb von dem, was ich bisher immer gemacht habe, sondern hier geht es darum, natürlich auch mit so einem Forschungsprojekt neue Geschäftsmodelle zu generieren. Und natürlich ganz wichtig, wir sind hier 4 Unternehmen gewesen, 2, die in diesem Bereich Technologie, also 2 Maschinenbauunternehmen auch. Hier war es natürlich wichtig, dass wir diese technologischen Entwicklungen zusammen dann entlang einer Prozesskette dann verknüpfen konnten und das natürlich für so ein Förderprojekt dann absolut Sinn macht. Nachhaltigkeit, habe ich letztendlich eben auch schon gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der auch, muss man sagen, bei mehr und mehr Fördertöpfen natürlich auch mit eines der wichtigsten Indikatoren ist, um überhaupt Fördermittel zu bekommen. So, was haben wir uns ausgesucht? Wir haben damals dann, ich sagte das, es ist also mit einem Verpackungsmaschinenhersteller aus Italien, wo wir federführend eigentlich das Ganze initiiert haben. Wir als Hersteller der Wägetechnik und Kennzeichnungstechnik und das italienische Unternehmen dann als Hersteller für die Verpackungstechnik. Wir haben uns dann, das war 2018, haben wir zusammengesetzt, beziehungsweise 2017 schon, 2018 wurden dann die konkreten Ideen eigentlich intern diskutiert und wir haben uns dann eigentlich für ein EU-weites Forschungsprojekt, das hieß Horizon 2020, das war also ein klassisches Research and Innovation Framework Program von der Europäischen Kommission initiiert. Da ging es halt, und Sie sehen das ja jetzt, das beschäftigt die EU-Kommission nach wie vor. Es ging halt um das Thema, die Strategie in Bezug auf Plastik im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Das ist natürlich so ein typisches Thema, da trinken alle im Moment natürlich, springen alle drauf an und war für uns natürlich da auch ein interessanter Punkt, weil das Projekt, was wir haben, auch in diesem Bereich natürlich spielt. Das Budget war gigantisch damals. Das Programm lief also von 2014 bis 2020. Wir haben uns relativ spät dann eingeklinkt, haben also 2018 sind wir gestartet. Gesamtbudget in diesem Horizon-Programm waren 80 Milliarden Euro, also eine schon sehr große Summe. Und das, was ich spannend fand, war, das Ganze lief eigentlich unter dem Thema Fast Track to Innovation. Das heißt also eine relativ für ein wirkliches, das kann man schon als Forschungsprojekt sagen, dieses Förderprogramm, Laufzeit 30 Monate. Das heißt, da war dann auch für eine Neuentwicklung, weil hier ist eine Maschinenneuentwicklung natürlich entstanden, war da auch eine ganz schöne Dynamik drin innerhalb von 30 Monaten mit einem oder mit Partnern auf internationaler Ebene hier ein neues Produkt zu generieren. Wie ich sagte, 4 Partner, hier in Deutschland, der Verpackungsmaschinenhersteller in Italien und dann 2 Unternehmen in Spanien, die einmal für den Feldtest und auch Verpackungsmaschinenhersteller und wo war der ökologische Gedanken, der Nachhaltigkeitsgedanke, es ging darum, hier komplett kompostierbare Verpackungsfolien einzusetzen und dies natürlich zu testen. Und das zweite spanische Unternehmen hat also hier diese chemischen Entwicklungen dieses Verpackungsfilms dann mit vorangetrieben. Das ist auch ganz wichtig. Jeder, der vielleicht irgendwo in seiner Historie auch mal Forschungsprojekte mit begleitet hat, vielleicht an der Uni oder sonstiges, ich kriege EU-Fördertöpfe eigentlich nur vernünftig angezapft, wenn ich erstmal eine gute Auswahl habe. Das darf, wie ich sag mal, die potenziellen Partner dürfen nicht alle aus Deutschland kommen oder aus den Hochindustrienationen, sondern sie müssen gucken, dass sie da auch Länder drunter haben, die mehr
und auch seitens der EU eigentlich gerne und intensiver gefördert werden wollen. Darum passte hier diese Gemengelage mit Deutschland, Italien, Spanien eigentlich sehr gut. Das sind schon mal ganz wichtige Sachen, wo man sich auch vorher Gedanken machen muss, wen hole ich mit als Partner rein, damit ich überhaupt hier eine positive Bewilligung hinbekomme. Wir haben dann abgeschätzt, haben also unsere ganzen Pläne, Aufwandspläne erarbeitet im Vorhinein, haben dann abgeschätzt 3,7 Millionen, die dann auch in diesem Forschungsantrag von uns gestellt wurden. Und es ist dann, das war bei Horizon, war das festgesetzt, förderfähig sind also 70%. Es ist also nie die volle Summe förderfähig, sondern in diesem Fall waren das 70%. Und wir haben, und das muss man natürlich sagen, ist dann stark, diese 2,6 Millionen Euro dann auch als Fördersumme hier aufgeteilt dann bekommen. Wobei, wie gesagt, wir und die Italiener den größten Anteil natürlich dann bekommen haben, weil wir da eine Geräteentwicklung natürlich hinter hatten, die anderen dann in etwas kleinerem Umfang. Ziel, genau, und das ist ganz wichtig, auch das muss man wissen, bei einem Industrieförderprogramm der EU. Es geht nicht um Grundlagenforschung, sondern es geht natürlich darum, die wollen nachher einen funktionierenden Prototyp sehen und noch viel wichtiger ist eigentlich eine Vermarktungsstrategie. Das heißt, das Ganze hört nicht auf, dass man irgendwie eine Maschine zusammengebastelt hat und sagt, guck mal, das ist der Prototyp und jetzt kriegen wir das Geld, sondern da gehörte Marketingstrategien dazu. Wie gehe ich in den Markt rein? Was sind die Stückzahlen? Wie wird meine Personaldecke sich entwickeln, also vom Unternehmen? Alles das waren Punkte, die sehr kritisch bei diesen Projekten dann auch beäugt werden. Wen haben wir ausgesucht? Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwo Werbung mache, ob das jetzt die Firma Zenit ist oder sonstiges. Das war also, wir haben uns damals entschieden, dass wir Hilfe brauchen. Ganz klar, natürlich hatten wir Erfahrung im Bereich Beantragung von Forschungsgeldern oder Förderprojekten. Aber in der Größenordnung und mit vier Partnern ist es einfach, glaube ich, unerlässlich, dass man sich da Hilfe holt. Wir haben also hier die Firma Inspiralia. Das ist ein spanisches Unternehmen. Die sind aber auch international tätig und die unterstützen einen halt von der klassischen, ich sag mal, Erstinformation über Antragstellung, die Durchführung bis hin natürlich auch zu so Nebenthemen wie Abrechnung. Das, was wichtig ist, und das kann ich nur als Empfehlung auch sagen, wir haben das damals so gesagt, dass wir eigentlich erstmal einen Vertrag abgeschlossen haben, nur für den Antrag und im Falle einer positiven Bewilligung, dass wir dann gesagt haben, okay, dann gehen wir weiter und dann wollen wir natürlich auch euren Support. Ich will jetzt gar nicht, Sie sehen hier drunter einmal in Englisch, das waren Teile aus dem Vertrag. Für mich ist nur wichtig, dass Sie einmal sehen, was macht denn eigentlich dieser Dienstleister und was macht er auch nicht. Das ist ganz wichtig. Natürlich kriegen Sie Unterstützung und das war bei Inspirania gut. Sie haben einen direkten Ansprechpartner, der Sie das gesamte Projekt betreut, der also dann auch relativ tief in der Materie mit drin ist, bei vielen der Meetings dann auch teilnimmt und dementsprechend dann natürlich einmal die gesamte administrative Verwaltung mit unterstützt, mit begleitet und betreut. Und, weil das darf man nicht unterschätzen, die ganze finanzielle Unterstützung und Begleitung. Die EU ist da sehr und auch andere Fördertöpfe sind da doch sehr akribisch, was die Dokumentation angeht, wie denn die Gelder genau genutzt werden, in welchem Umfang, welche Personen, welche Gelder, welche Materialien man angeschafft hat. Da muss man einfach vorbereitet sein, damit man nicht nachher in Fallen tappt und da unnötig Arbeit hat. Aber natürlich auch die Vertragsdokumentation war richtig und natürlich, es gibt immer wieder Herausforderungen, egal ob das gesetzlich, finanzieller Art, in der Kommunikation mit der Europäischen Kommission sind, das hat dann Inspiralia mit begleitet. Wir haben in diesem Forschungsprojekt nicht nur, ich sag mal, eine Antragstellung und Sie haben einen Abschlussbericht, sondern Sie haben mehrere Zwischenberichte, die Sie auch abliefern müssen, die entsprechende Fortschritte natürlich zeigen müssen. Auch hier hat natürlich dann der Dienstleister unterstützt, hat das auch selber gereviewt und hat gesagt, Leute, das reicht noch nicht, da muss mehr kommen, das muss besser dokumentiert sein. Das Budget im Auge behalten, auch das ist uns aufgefallen, da bin ich ehrlich, das hat man ganz schnell so ein bisschen aus den Augen verloren. Liege ich denn überhaupt noch da in meiner Budgetkurve drin oder habe ich schon teilweise komplett drüber hinausgeschossen? In unserem Fall zum Beispiel war es wirklich so, dass wir gerade was die Entwicklung angeht, dass wir viele Bereiche unterschätzt haben und hier glücklicherweise dann über eine Querfinanzierung
des italienischen Unternehmens, die nicht so viel Kapazität oder nicht so viel Stunden an Entwicklungsleistung gemacht haben, wo wir das dann darüber noch kompensieren konnten. Ja, das alles macht also dann letztendlich ein Dienstleister, aber das ist ganz wichtig, der gibt Ihnen nur Hinweise, der macht nichts für Sie, der schreibt auch keine Dokumente, der setzt die vielleicht zusammen, optimiert nochmal das Wording hier und da, aber das muss allen klar sein, das ist nicht, wenn ich da einen Dienstleister habe, der macht dann mal alles für mich, der hilft mir nur, der ist Berater, der ist Projektbegleiter und der gibt mir Hilfestellung. Machen muss ich selber. Kosten, vielleicht, dass man mal ein Gefühl kriegt, gesamtlaufende Kosten für diesen Dienstleister, also das war aber hier wirklich komplett mit Antragstellung, diese gesamten Themen, die ich gerade genannt habe, Größenordnung 12% der erteilten Fördersumme. Ist nicht wenig, was man da abgibt in dem Sinne, aber ich glaube, die Komplexität können Sie schon erahnen, dass das nicht unwichtig ist. So, genau, was war es? Ganz kurz. Nature Fresh hieß also unser Programm, kann man auch nach wie vor nachsehen. Da ging es darum, dass wir also eine Verpackungsmaschine mit integrierter Preisauszeichnungs- und Biegetechnologie entwickelt haben, die kompostierbare Verpackungsmaterialien und Etiketten einsetzen kann. Diese Filme und auch kompostierbare Etiketten verhalten sich ganz anders, als wir das von den derzeitig kommerziell oder standardmäßig eingesetzten Produkten einhergeht. Dementsprechend war es also hier wichtig, wirklich, das ist nicht eine Modifikation, sondern wir sprechen hier über eine komplette Neuentwicklung und Sie sehen das anhand der Bilder mit Prototypen, mit jede Menge CAD-Zeichnungen, wo dann die einzelnen Komponenten entwickelt wurden. Das war also unser Thema, passte natürlich sehr gut, weil kompostierbare Verpackungsmaterialien, das ist ein Thema, was die EU natürlich absolut beschäftigt und wo man natürlich auch, was die Kreislaufwirtschaft angeht, dahin will. So, jetzt gehe ich mal zu den Herausforderungen. Für mich der wichtigste Teil eigentlich für Sie. Und zwar habe ich das unterteilt einmal in Antragsphase, Durchführung und auch in den Abschlussbericht. Das, was ganz wichtig ist und was man unterschätzt, ist, bevor Sie den Antrag stellen, muss eigentlich schon eine interne, exakte Planung komplett vorliegen. Das ist unwahrscheinlich wichtig, dass man sich genau Gedanken macht, welche Kapazitäten brauche ich? Wie viele Mannstunden werden das sein? Welche Meilensteine möchte ich erreichen? Das ist unwahrscheinlich wichtig, weil der Hintergrund ist, natürlich bei einer Entwicklung gibt es immer mal wieder Sackgassen, aber es ist extremst komplex, wenn ich nachher beantragte Punkte, wo ich sage, die und die werde ich also in diesem Forschungsprojekt umsetzen. Wenn ich die dann nicht umsetze oder anders umsetze, dann haben Sie sehr großen Erklärungsbedarf, warum Sie das denn gemacht haben. Darum für mich ganz klar, so viel Arbeit wie nur eben möglich und das ist dann auch, wenn Sie wieder einen guten Dienstleister haben, ein gut vorbereiteter Antrag ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir hatten zum Beispiel, auch das kann man sagen, wir haben es weder bei dem Erstantrag noch bei dem Abschlussbericht haben wir es in der ersten Durchlauf geschafft. Wir sind seitens der EU-Kommission aufgefordert worden, hier nachzuarbeiten, Dinge zu verändern, anzupassen. Das ist aber normal, da darf man sich auch nicht entmutigen lassen. Aber je besser ich vorbereitet bin, auch insbesondere, wenn ich mit Partnern zusammenarbeite, dann ist das wichtiger. Genaue Planung der Arbeitspakete, das sagte ich schon, das ist ganz wichtig. Wenn Sie dann die einzelnen Entwicklungspakete haben, die Sie dort über das Forschungsprojekt finanziert haben wollen, Sie sind nachher relativ fix dran gebunden, diese auch dann umzusetzen. Auch ganz wichtig ist, ich sagte das schon, es geht nicht, dass Sie irgendwie einen Prototyp haben und dann ist das Forschungsprojekt abgeschlossen, sondern die EU-Kommission legt bei diesen großen Forschungsprojekten extrem viel Wert auf einen sehr vernünftigen Businessplan mit Kommerzialisierung dieses Projektes. Das ist wichtig. Da haben die uns nachher damals auch gesagt, dass sie gesagt haben, wir erwarten mehr. Da muss mehr Umsatz mitgemacht werden mit diesen Produkten. Wir erwarten da andere Zahlen. Da muss man sich sehr viel Gedanken machen, dass man hier eine vernünftige Balance aus Nicht-Übertreibung und nachher auch Realisierbarkeit berücksichtigt. Ganz wichtig, wie gesagt, Nachbewilligung, Änderungen. Wir hatten das in einem Fall, sind sehr schwer durchsetzbar. Es gab viele Rückfragen. Da kann ich also nur vorwarnen, versuchen Sie das im Vorhinein so sauber wie möglich, Ihre Punkte abzuschätzen, ob Sie die wirklich brauchen, ob das Sinn macht.
Dann ein ganz wichtiger Punkt, den unterschätzt man schnell. Und da wird Ihnen auch seitens der Dienstleister nicht, da kann Ihnen keiner wirklich helfen, den in Ihrem Unternehmen wirklich diese personellen Kapazitäten für so ein Projekt zur Verfügung. Ich kann das nicht nebenher machen. Sie brauchen da Personen, die sich da vollumfänglich mit auseinandersetzen, die wirklich tief in der Materie drin sind. Wenn ich die nicht habe oder auch nicht gewillt bin, dort irgendwo zu investieren, ganz ehrlich, dann wird es sehr, sehr schwierig. Wir haben festgestellt, dass nachher eigentlich in der ganzen Durchführung eigentlich fast alle Abteilungen, die man so im typischen Unternehmen hat, ob das hier in Entwicklung ist, klar, aber auch Personalabteilung, die Buchhaltung, der Bereich Marketing, Vertrieb, Customer Care, alle waren mehr oder weniger in dieses Projekt eingebunden und mussten Support leisten. Und das muss man auch in der Antragsphase mit berücksichtigen. Das ist wichtig. Der Dienstleister, wie gesagt, übernimmt keine Arbeiten, er koordiniert, prüft und optimiert. Das schon, aber die Arbeit muss natürlich von ihm gemacht werden. Was waren die Herausforderungen in der Durchführung? Das haben wir unterschätzt. Bin ich ganz ehrlich, auch bei so einem Projekt, wo man denkt, Mensch, man hat ja schon mal Erfahrung, neben der Forschung, der administrative Aufwand für sein EU-Projekt, was Dokumentation angeht, was Berichterstattung angeht, der ist doch sehr groß und den muss man berücksichtigen. Dadurch, dass das ja jetzt mit 4 Partnern waren, sie haben unwahrscheinlich viele interne und externe regelmäßige Meetings, die sie berücksichtigen müssen. Ich bin nur froh, dass wir das Projekt in der Corona-Phase hatten und dadurch eigentlich das Thema digitale Meetings vorangetrieben wurde, weil ansonsten hätte man hier einen enormen zusätzlichen Zeitaufwand für Reisen und Sonstiges gehabt. Das bleibt nicht aus, das gehört natürlich auch dazu, aber man kann natürlich mittlerweile sehr viel digital machen, aber der Zeitaufwand der Abstimmung ist sehr, sehr groß. Auch das muss man wissen, so gut man vielleicht den anderen Partner kennt, wenn man so ein EU-Projekt machen will, die Zusammenarbeit zwischen Firmen und dem Niveau, der eigenen Niveauerwartung und auch der Niveauerwartung des anderen, das ist schon manchmal sehr herausfordernd, denn letztendlich liefern alle nachher gleichzeitig ab und ich sage mal, der Schlechteste bestimmt nachher die Qualität des Antrages. Das muss man einfach auch wissen, mit wem lässt man sich da ein. Darum, diese Abstimmung ist extremst wichtig und halt die Arbeitspakete müssen wirklich auch in der Durchführung sehr exakt und detailliert eingehalten werden. Auch eine Herausforderung ist, es gibt, wie gesagt, sehr viele Zwischenberichte, die zu tätigen sind und wo auch schon in einem sehr frühen Stadium entsprechende Ergebnisse, was Sie vorher festgelegt haben, wann denn welche Ergebnisse da sind, die dann auch in der Erwartungshaltung kommen müssen. Wenn nicht, müssen Sie das begründen. Das ist wichtig. Und Sie haben parallel, das muss man einfach berücksichtigen, Sie haben permanent die klare und saubere Dokumentation der Stundenschreibung mit der Budgetkontrolle, die Sie bitte nicht aus den Augen verlieren dürfen und die einfach gemacht werden muss. Und da sind natürlich Ingenieure und Techniker nicht immer diejenigen, die da total Spaß dran haben. Da muss man über eine andere Abteilung, muss man das irgendwo vernünftig mit abbilden. So, was waren die Herausforderungen zum Abschluss des Projektes eigentlich? Ja, ein Feldtest, jeder kennt das, Prototypen müssen getestet werden. Hier ging es nicht nur darum, Prototyp zu haben, sondern die wollten auch sehen, dass er im Feld dann wirklich funktioniert. Das nimmt nochmal deutlich mehr Zeit in Anspruch, als man das auch wirklich abschätzen kann, vernünftig in einem Forschungsprojekt. Das ist wichtig. Dann, was man berücksichtigen muss, auch das ist es. Viele Firmen sagen, wenn ich eine Produktneuentwicklung mache, dann soll mein Wettbewerber da nichts von wissen. Ich will auf gar keinen Fall irgendwelche Veröffentlichungen oder Patentanmeldungen oder sonstiges, schon Patentanmeldungen vielleicht noch, aber irgendwelche Veröffentlichungen im Vorhinein nicht. Hier werden Sie dazu genötigt. Das muss man einfach wissen, wenn man so ein Projekt macht. Sie müssen Veröffentlichungen machen. Sie müssen also Dinge preisgeben und das muss man berücksichtigen, ob das passt. Abschlussbericht ist sehr zeitaufwendig, das können Sie sich vorstellen, das wird ein oder ist ein Riesendokument geworden, das muss nachher zusammengefasst werden, es gibt Nachträge, wir hatten 2 Iterationsstufen, bis die Europäische Kommission da wirklich zufrieden war und alles als vernünftig dokumentiert angesehen hat, das muss man einfach berücksichtigen, dass das kommt. Ich habe natürlich Teile, die kann ich unabhängig voneinander bearbeiten, das ist gut, da können Sie mit Ihrer eigenen Firma, Ihren eigenen Rhythmus natürlich vorgehen, aber andere natürlich auch nur in dem Konsortium.
Und da stolpert man dann doch manchmal über Arbeitsabläufe eher, als man sich das vorstellen kann oder vorstellen mag. Dann ein ganz wichtiger Punkt, was ich jedem nur mitgeben kann. Eigentlich macht man das ja nicht, damit ich dann diese Gelder eingeheimst habe und da so ein Forschungsprojekt erfolgreich abgeschlossen habe, sondern ich will ja nachher mit diesem Produkt wirklich in den Markt gehen. Legen Sie schon frühzeitig, auch wenn das gar nichts mehr mit dem Forschungsprojekt zu tun hat, legen Sie sich schon frühzeitig eigentlich die Leitplanken und den Anschlussvertrag und die Rahmenbedingungen für die Kommerzialisierung mit Ihren Partnern fest. Weil das ist nachher auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann sehr schnell stolpert und Diskussionen hat, weil letztendlich wollen Sie nachher, dass so ein gemeinsames Projekt natürlich dann auch irgendwo zum Erfolg führt, damit Sie da nicht nur enorme Ressourcen mit verbraten haben. Das muss man rechtzeitig machen, sonst haben Sie nachher einen enormen Zeitverlust, wenn es dann um Vertragsdiskussionen geht, was die Vermarktung dieses Produktes angeht. Ein ganz wichtiger Hinweis. Komme ich nun zum Fazit. Was sollte man unbedingt vorher berücksichtigen? Ich habe das mal als ein paar Fragen dann aufgelistet. Und zwar, klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist so, brauche ich wirklich das Geld für die Realisierung einer solchen Entwicklung? Das ist immer wichtig. Das klingt natürlich toll, wenn ich das bezahlt bekomme. Aber ich habe natürlich sehr viel Zusatzaufwand und man muss einfach sagen, brauche ich das oder macht es nicht mehr Sinn aus den ganzen internen Rahmenbedingungen, dass ich das selber finanziere? Das muss man einfach immer wissen als Grundlage. Eine Aufwand-Nutzen-Analyse ist ganz wichtig. Das unterschätzt man eigentlich, den Aufwand, wie viel Personalkapazitäten man neben dem Projektmanager, den man hat, da abstellen muss. Machen Sie das im Vorhinein, dass Sie sagen, das passt auch noch. Und das kann ich auch mit meinem gesamten Team innerhalb des Unternehmens, kann ich das stemmen. Ein Förderprogramm legt einen Fesseln an. Das ist so. Ich sagte das, es gibt klare Vorgaben, woran Sie sich zu halten haben. Das, was Sie im Antrag stehen haben, muss am Ende als Ergebnis weitestgehend rauskommen. Das muss einem klar sein. Wenn ich dort eine Entwicklung mache, wo ich sage, Mensch, vielleicht werde ich die abwandeln, weil in den 2-3 Jahren sich die Marktbedingungen vielleicht schon verändert haben, dann ist ein Förderprogramm nicht das Richtige, um eine Entwicklung voranzutreiben. Ganz klar. Und ganz wichtig, auch wir hatten die Situation, dass wir den Projektmanager relativ glücklicherweise noch relativ zu Beginn des Projektes tauschen mussten. Sie brauchen dort jemanden, der Erfahrung hat. Der Erfahrung hat, ein solches Projekt wirklich zu koordinieren, voranzutreiben, die Meilensteine im Auge zu haben, das Ganze an die Abteilung weiterzugeben, die Entwicklung mit zu begleiten. Das macht keiner nebenher. Da müssen Sie jemanden einstellen, wenn Sie nicht jemanden haben, der dafür freigestellt werden kann für ein solches Projekt. Und natürlich, das ist auch, passt denn dieser Zeitrahmen, den jetzt das Forschungsprojekt eigentlich vorgibt, passt der in die interne Roadmap? Reicht das mit dem, wann ich mit meinem Produkt an den Markt kommen will? Oder sage ich, Mensch, das ist mir zu kurz, zu lang. Ich habe da ganz andere Pläne. Auch das muss man berücksichtigen. Das kann nachher ziemlich viele Einschränkungen nach sich ziehen. Und das sagte ich schon, die Forderung natürlich, es muss veröffentlicht werden. Es müssen Patente daraus entstehen. In diesem Fall jetzt bei Horizon. Daher ist es wichtig, bin ich überhaupt bereit und kann ich das von Unternehmensseite her, dass ich die Entwicklung relativ frühzeitig mit entsprechenden Abstracts, mit entsprechenden Artikeln in Fachzeitschriften, kann ich das entsprechend frühzeitig veröffentlichen. Und natürlich stehen überhaupt Projektpartner zur Verfügung. Bei so einem EU-Projekt, das können Sie nicht alleine. Sie müssen das, ich sagte das am Anfang, ja mit europäischen Partnern machen. Darum ganz wichtig, haben Sie Projektpartner, die sowas auch mitstemmen können und wollen, weil sonst haben Sie nachher einen enormen Aufwand, müssen die Partner mit da durchpeitschen, durchtreiben. Das wird ein enormer Aufwand, viele Diskussionen nach sich ziehen. Also bitte vorher gucken, wenn ich so ein Gemeinschaftsprojekt mache, ob ich dann auch welche habe, die ähnlich ticken wie ich. Und final natürlich, das gehört dazu, wenn ich das kommerzialisieren will und wenn ich dann Benefit davon haben will, will ich denn mit den Partnern später auch wirklich zusammenzuarbeiten? Ist das nur wegen des Forschungsprojektes oder sehe ich da auch zukünftig eine Zusammenarbeitsmöglichkeit? Ja, das sind meine Punkte. Ich bin da relativ schnell durchgaloppiert. Viele Punkte, aber mir war es wichtig, einfach Ihnen da mal einen Überblick zu geben. Wie gesagt, EU-Forschungsprojekt ist jetzt nicht der direkte Start, wenn man da reinschnuppert. Aber wenn, es ist super interessant. Es hat viel Spaß gemacht. In dem Falle mit 30 Monaten eine komplette Neuentwicklung auf die Beine zu stellen. Da ist eine Dynamik drin, das ist klasse. Das kriegt man sonst manchmal auch bei Eigenentwicklung nicht hin.
Aber bitte berücksichtigen Sie die ganzen Punkte, die ich jetzt einfach mal plakativ als Schlagworte genannt habe. Und gerne natürlich auch, wenn da Fragen zu sind später, kommen Sie auf mich zu. Ich kann da gerne auch mal Details, wenn Sie sich für so ein Projekt interessieren, gerne auch weitere Details zur Verfügung stellen. So, vielen Dank. Dann stoppe ich meine Präsentation. Ja, lieber Markus, herzlichen Dank für die Ausführungen. Zum Schluss, also während des gesamten Vortrages habe ich mich gefragt, würdest du das nochmal machen? Aber jetzt zum Schluss hatte ich das Gefühl, haben die positiven Erfahrungen, die haben doch dann überwogen. Ja, aber es war schon, muss ich sagen, wenn man es mal überdenkt, zwei Optionen, ich treibe eine Entwicklung selber voran oder mache das über so ein Projekt. Ja, es hat überwogen, aber ich würde vieles anders machen, sagen wir mal so. Im zweiten Schritt, wenn ich jetzt nochmal so ein Projekt angehe, ich würde vieles anders machen, würde bei vielen Dingern viel kritischer herangehen am Anfang schon, weil das macht das Leben leichter. Aber ich würde es nochmal machen. Ja, go. Aber war das dann jetzt das erste Forschungsprojekt bzw. Förderprojekt in diesem Umfang, was ihr dann auch gemacht habt? Genau, genau. Also nationale haben wir schon öfters gemacht, auch alleine definitiv. Aber jetzt mit 4 Projektpartnern auf europäischer Ebene in dem Volumen mit den 2,6 Millionen, das muss ich sagen, das hatten wir in der Größenordnung jetzt und in dem Aufwand jetzt bisher noch nicht gemacht. Nee. Okay. Was ich eben nämlich noch gar nicht gesagt habe, bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat oder im F&A-Bereich. Wir würden das dann auch immer jeweils im Anschluss, würden wir die Fragen dann vorlesen und kurz besprechen. Wir zwei sind auch eingelaufen während deines Vortrags, Markus. Die eine, also hast du in Ansätzen dann schon nachher immer jeweils beantwortet, aber ich will sie trotzdem kurz vorlesen. War es schwierig, sich mit den übrigen Partnern abzustimmen, um den Aufwand rund um das Förderprogramm gleichmäßig zu verteilen? Also ich glaube, hier geht es ein bisschen um das Thema Fairness in so einem Projekt. Ja, sehr schwer. Ganz ehrlich, gab es viele Diskussionen. Ich habe das einmal kurz gesagt. Wir haben uns verschätzt und mussten dann bei den anderen ein bisschen betteln. Leute, guckt mal, wir haben deutlich mehr für unsere Entwicklung benötigt, haben das dokumentiert. Da ist jeder sich natürlich dann auch schnell selbst am nächsten, weil man sagt, das ist doch mein Fördergeld, was ich da habe. Also ja, das war ein Punkt, der zu Diskussionen geführt hat und wo man sich einigen muss. Wir haben uns da geeinigt, aber das sind Dinge, die es nicht leicht machen. Ja. Ja, zweite Frage haben wir noch. Wie hat sich die geforderte Dokumentation intern ausgewirkt? Wie viele Personen waren fulltime mit dem Projekt beschäftigt? Wie viele davon rein administrativ? Das ist eben was von einem Projektmanager gesagt. Alle waren beteiligt. Aber waren es am Ende des Tages 2 oder 3, die vielleicht als FTE dann wirklich mit diesem Projekt komplett beschäftigt waren? Oder wie kann man das überhaupt so nachhalten? Hält man das so nach? Ja, muss man sogar ziemlich genau. Genau, es gibt einen benannten Projektmanager. Wenn ich aber jetzt ins Doing gehe, dann war das in unserem Fall, waren das eigentlich, wenn ich das jetzt mal hochrechne, waren das, glaube ich, knapp 8 FTEs, die dort eine Rolle gespielt haben. Großteil natürlich aus der Entwicklung, Elektronik, Software, Konstruktion, aber dann sehr viele Teilbereiche, wie ich sagte, aus den anderen Bereichen, ob das jetzt Buchhaltung ist, die dann die ganzen Zahlungsverkehre natürlich dokumentiert haben. Wir mussten nachher sogar auch, da muss man sich dann von seinen Wirtschaftsprüfern sogar noch ein Testat dafür holen, dass die Buchführung sauber erfolgt ist für dieses Projekt. Also da kommt viel administrativer Aufwand zu. Das heißt also, der Projektmanager ist nur Vollzeit für die Koordination. Da sind noch andere Personen, die Vollzeit jetzt das Doing dann machen, zusätzlich. Mhm. Noch eine Frage im Chat. Wie sind Sie auf diese Förderung gestoßen? Gab es viel Auswahl? Wie viel Zeit benötigten Sie, um sich zu entscheiden? Beziehungsweise warum haben Sie sich so entschieden? Also wir haben geguckt, eigentlich war das Thema, weil wir das gerade in der Lebensmittelindustrie natürlich merken, Verpackungsmüll, Änderung der Konsumentengewohnheiten, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich ein Thema, wo ich doch auf europäischer Ebene, wenn ich irgendwo Fördermittel suche, wo ich doch dann irgendwo eine Chance sehe. Wir haben dann geguckt, für uns war Fakt, weil wir, wie gesagt, Spezialist sind für die Wägetechnik, Kennzeichentechnik. Wir brauchten natürlich einen Partner im Bereich der Verpackungstechnik. Das heißt, es war schon mal klar, es wird ein Partnerprojekt. Dass es dann EU-Partnerprojekt wurde, liegt ganz klar, weil wir mit dem Unternehmen vorher zusammengearbeitet haben, haben uns dann dahin entschlossen, das zu machen.
Und haben dann eigentlich geguckt, gemeinsam mit dem Dienstleister auch immer, was gibt es, was würde denn für uns ideal passen. Und dann gab es natürlich mehrere Iterationsschritte, woran traut ihr euch, wollt ihr da reingehen, passt das, ist das ein Thema für euch? Und da das natürlich ziemlich gut passte in die Zeit, wo wir diesen Antrag dann oder diese Roadmap auch für uns intern hatten, was diese Entwicklung angeht, und dann hat das natürlich perfekt gepasst. Letzte Frage jetzt hierzu. Mit wem spricht man denn da auf EU-Ebene? Sind das Experten oder sind das, ich sage mal so, angelernte Experten, die einem das Leben schwer machen? Ja, das geht alles sehr digital. Es gibt eine Plattform, wo ich also die ganzen Unterlagen dahinter lege. Ich kriege dann, da sitzt also innerhalb der Europäischen Kommission, gibt es dann Experten, die sich also mit diesen Themenbereichen auseinandersetzen. Sie kriegen die eigentlich nie face-to-face zu Gesicht. Das ist relativ anonym, ihre Gutachter in dem Sinne. Ich sage mal so, alle Kommentare und Fragen, die haben zwar genervt, aber sie waren nicht von der Hand zu weisen. Also die Professionalität war schon durchaus da. Teilweise natürlich fehlte das Verständnis, gerade wenn wir jetzt einen Technologiewechsel gemacht haben, irgendeinen Teil anders gemacht haben, warum, da musste man das doch sehr detailliert erklären und nochmal erklären. Aber ich war überrascht. Ich habe auch gedacht, oh Gott, das wird ein Drama. Da sitzen nur irgendwelche europäische Kommissionsadministratoren, die sowas machen. Nein, das Niveau auch der gestellten Fragen und Änderungsforderungen war entsprechend hoch, sodass also es nicht ist, dass man sagt, das ist frustrierend, weil man da nur mit Idioten zu arbeiten hat. Alles klar, dann herzlichen Dank bis hierhin. Falls nachher noch Fragen an Markus Kortheuer bestehen, einfach gerne in den Chat schreiben. Wenn wir hinten dran noch ein bisschen Zeit haben, würden wir die dann auch noch mal aufgreifen wollen. Also vielen Dank erstmal, Markus, für deinen Vortrag. Und jetzt wechseln wir zu Dr. Andreas Lischka. Ich werde einfach mal kurz umstellen, dass wir ihn auch hier wieder zuholen. Spotlight-Video hinzufügen und Markus Spotlight-Video entfernen. So. Hallo, Herr Dr. Lischka. Einen wunderschönen guten Tag. Sie wollen uns etwas über die steuerliche Forschungszulage erzählen. Wir gehen nach dem europäischen Teil zurück nach Deutschland. In fact, ich glaube, alle Teilnehmer wissen, dass es seit dem Jahr 2020 die wunderbare Forschungszulage gibt. Und wir hier bei der Firma Bluecom Biotech, ich gehe gleich in die Präsentation hinein, haben 2021 die Forschungszulage für das Jahr 2020 dann zum ersten Mal beantragt. Die Firma Bluecom Biotech ist ein Startup-Unternehmen, 2017 gegründet hier. Wir haben rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei der Fokus sich nicht ausdrücklich auf Startup-Unternehmen dann eben fokussiert, sondern eben auch klassische Gesellschaften, eben auch die im forschenden Bereich tätig sind, eben auch anspricht. Wir sind hier im schönen Kölner Biocampus ansässig und wir entwickeln hier einen fermentativen Prozess, um aus Holzresten und aus anderen Getreideresten durch die Fermentation Milchsäure herauszulösen. Und diese Milchsäure wird dann granulisiert und dieses Granulat geht dann halt dementsprechend in den Bioprozess hinein. Von daher sind wir von der Themenwelt, zirkuläre Wirtschaft etc. relativ nah an dem, was der Herr Kortheuer gerade schon gesagt hatte. Auch wir sind da sehr interessiert an solchen Förderprogrammen, wobei wir uns stärker auf den deutschen Bereich eben fokussieren. Das ist das Unternehmen, wo wir gerade tätig sind und wo ich gerade tätig bin. Ich hoffe, Sie können es jetzt alle sehen. Zack. Ja, die Forschungszulage gibt es, wie gesagt, seit dem 01.01.2020. Sie richtet sich immer an forschende Gesellschaften, die halt einen gewissen Forschungsaspekt haben. Das können Forschungsprojekte sein. Deshalb können auch verschiedenste Forschungsprojekte sein. Das heißt, es ist also auch ein Unternehmen, mehrere einzelne Projekte hat, die halt dementsprechend dort in diesen wunderbaren Anträgen halt dementsprechend auch dargestellt werden. Berechtigt sind in Deutschland steuerpflichtige und forschende Unternehmen, die hierbei dann eben 25% ihrer Personalkosten erstattet bekommen können. Der Förderbetrag ist insgesamt auf 500.000 Euro per annum eben begrenzt. Das ist so ein kleiner KMU-Ansatz, also klein mittelständische Unternehmen, wo man halt dementsprechend die Kosten halt auch dementsprechend eintragen kann. Wichtig ist es, das auch zu erwähnen, dass diese ganze Forschungszulage im Rahmen der Steuererklärung für das Vorjahr ausgezahlt wird. Von daher dürfen Sie also nie Ihre Steuererklärung vorher, bevor Sie diese ganze Geschichte, die ich gleich nochmal darstellen werde,
durchgezogen haben, in irgendeiner Weise die Steuererklärung eingereicht haben, sondern sie müssen immer schön brav warten, bis sie seitens der Bescheinigungsstelle, das ist der erste Schritt in diesem Prozess, halt dementsprechend alles bestätigt bekommen haben, was seine Zeit dauert. Wir sind damals auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden, insbesondere durch die Firma Zenit, wo Sergei Pavelyev eben auch mich angesprochen hatte und mir das auch nochmal dargestellt hatte und auch durch die Tagespresse, wo das eben auch dementsprechend auch nochmal erwähnt worden ist und wo wir uns dann stärker um dieses ganze Thema gekümmert haben. Gekümmert haben, haben wir uns, das heißt, das ist der Leiter unserer Forschungsabteilung und schlichtweg meine Wenigkeit. Von daher ist dieses Projekt, dieses wunderbare Forschungszulagenthema, halt dementsprechend mit einem relativ überschaubaren Aufwand an Personal zur Herstellung der Anträge, zur Erstellung der ganzen Schriftsätze eben verbunden und eben nicht mit so einem großen Aufwand, wie es eben gerade der Kollege Korteuer eben so erwähnt hatte. Es ist ein zweigliedriger Prozess. Das erste ist die Bescheinigungsstelle. Bei der Bescheinigungsstelle beantragt man halt die Zulassung und auch die Genehmigung und im letzten die Anerkennung als förderfähiges Projekt. Das müssen auch verschiedenste Angaben zu den wirtschaftlichen Ergebnissen des Vorjahres eben auch eingegeben werden, wo man halt darstellt, wie viele Mitarbeiter man in Fulltime Equivalence eben auch zur Verfügung stehen hat. Die Kosten für die Forschung, die eben dann da eben auch aufgekommen sind, andere erhaltene Förderungen, die auch eben auch dort anzugeben sind, weil es eben auch keine Doppelförderung geben darf, und noch verschiedene andere Bereiche, die dann auch dementsprechend dort einzugeben sind. Das alles passiert online auf einer wunderbaren Seite, die dann eben auch eingerichtet worden ist. Und das Ganze geht dann eben auch zu den Experten, so wie eben das auch gerade der Kollege Korteuer so schön gesagt hatte, die auch relativ alle im Verborgenen bleiben. Wir hatten, als wir 2021 für 2020 zum ersten Mal diesen Antrag gestellt hatten, sehr viele Nachfragen. Und die Nachfragen waren so auch, wie der Kollege das gerade gesagt hatte, auf einem recht guten Niveau. Von daher haben die also auch ein Expertenteam in Anführungszeichen zur Verfügung stehen, wo sie halt dementsprechend die Sachen hinschicken, die dann dort sich betrachtet werden und halt dementsprechend auch viele verschiedene Nachfragen kommen können. Das Ganze hatte aufgrund auch der Nachfragen zum ersten Mal 2021 gefühlt etwa 3 Monate gedauert, bis die Bescheinigungsstelle uns dann einen Bescheid zugeschickt hat. Und diesen Bescheid ist dann die Basis gewesen und dann ist es dann halt im zweiten Schritt halt in Elster für die Finanzabteilung halt zur Verfügung gestellt wird. Das macht entweder der Steuerberater oder bei uns habe ich es halt dementsprechend gemacht. Sie müssen dazu halt die ganzen Sachen beim Elster, Zertifikat etc. selbst auch nochmal anfordern und dann dementsprechend die ganzen Zahlenwerke, die Sie haben, dementsprechend nochmal eintragen. Das ist separat von der Steuererklärung. Das heißt, es wird nicht direkt in die Steuererklärung mit hineingegeben, sondern es ist ein separater Vorgang, der normal hinzuläuft. Für 2020, für die erste Beantragung, hatten wir die Situation so, dass das alles noch automatisch rüberlief zum Finanzamt seitens der Bescheinigungsstelle. Und zum ersten Mal dann für das Jahr 21, haben wir in 22 gemacht, war dann halt die Situation so, dass wir es dann auch nochmal in Elster eingeben mussten, weil es halt zwischendurch dann diese Änderung gegeben hatte. Wir würden an der Sprecher ganz einfach sagen, es lohnt sich. Wir haben für beide Jahre jeweils gut 250.000 Euro einfach bekommen. Wie gesagt, 20 Mitarbeiter, davon die meisten halt dementsprechend hier im Bereich R&D tätig. Der Aufwand, es ist ein Aufwand, insbesondere wenn Sie es das erste Mal machen, dass Sie halt dementsprechend alle Fragen vernünftig beantworten können und auch diese ganzen Themen auch dementsprechend gemacht haben. Aber es ist, denke ich, mir ein Thema, wo Sie halt jetzt die Möglichkeit haben, in diesem Rahmen dieses Forschungszulagengesetzes halt auch Gelder vom Staat zurückzubekommen, was relativ einfach ist, wo Sie keine Kooperation benötigen noch sonst irgendetwas. Und wenn Sie sich die Zahlen aus 21 angucken, da wurden nur 900 Anträge gestellt von 733 Firmen. Von daher ist das alles recht überschaubar. Der Antrag ist recht überschaubar. Und es ist eigentlich im Letzten eine sehr schöne Geschichte, wo Sie halt dementsprechend Gelder zurückbekommen können, ohne größeren, wirklich größeren Aufwand zu haben. Sie haben von der Antragstellung her sind Sie innerhalb von gut einem Monat eigentlich tatsächlich durch, ohne dass Sie jetzt da beständig dran arbeiten müssen, anders als bei diesen europäischen Anträgen. Sie brauchen auch, mit der Firma Zenit hatten wir das für das Jahr 2020 gemacht,
irgendwann auch tatsächlich keine größere Unterstützung mehr, dass sie irgendwann so einen Gewohnheitseffekt haben, dass sie wissen, was da hinzuschreiben ist, was gelesen werden möchte, um es auch mal so auszudrücken, und welche Buzzwords sie eben auch zu geben haben, damit halt dementsprechend auch dann grünes Licht seitens der Bescheinigungsstelle gegeben wird. Die Ausschüttung seitens der Finanzstelle, des Finanzamtes, geht relativ schnell. Es gibt auch immer bestimmte Sachbearbeiter bei der Finanzamtsstelle, die dafür verantwortlich sind, an die man sich wenden kann, dass es halt dementsprechend auch das Geld, was man halt da bekommt, relativ schnell und zügig auch ausgeschüttet werden kann. Von daher würde ich auf jeden Fall, wir machen es jetzt auch bald wieder, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, die bei uns auch dementsprechend auch ansteht. Sobald die Zahlen stehen, sind wir auch dran und tragen nochmal diese ein. Wir sind gerade dabei, die Texte auch zusammenzustellen, um auf diese Art und Weise das Ganze dann auch nochmal im Jahr aus der ersten Jahreshälfte halt dementsprechend auch dieses Thema auch wiederum abhaken zu können. Und von daher kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, der in diesem Vorstellungssegment tätig ist, zu versuchen, das zu tun, das Geld vom Staat für seine Personalkosten halt wieder zurückzubekommen. Es ist, glaube ich, relativ simpel. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Man kommt dann relativ schnell rein. Die Bescheinigungsstelle selbst, also die Homepage, ist ein bisschen komplexer, ja. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen sich Zeit nimmt und gut durchkommt, wir sind gut durchgekommen, stellt das eigentlich kein großes Problem dar. Von daher kann ich nur jeden ermutigen, diese Schritte zu tun, um einfach die Gelder zu bekommen. Das ist eine weitere Möglichkeit, Gelder vom Staat wieder zurückzubekommen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich danke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lischka. Das hört sich ja fast so an. Wir sind ja hier in Deutschland doch sehr stark am Klagen von Wirtschaftsseite, dass wir mit unglaublicher Bürokratie konfrontiert werden. Hier scheint der Staat doch mal einiges richtig gemacht zu haben. Weil auch Ihre Präsentation war jetzt einen Tacken kürzer als die von Markus Korteuer, was ja dann auch darauf schließen lässt, dass es wirklich simpler ist. Es ist wirklich simpler. Zum einen bei diesen EU-Projekten, ich habe auch mal eins mitgemacht, das ist also wirklich schon sehr, sehr aufwendig, definitiv. Hier sind halt wirklich, wie gesagt, kleines Unternehmen. Hier sind halt relativ wenig Leute daran beteiligt. Wir arbeiten mit einem Steuerberater zusammen, mit dem haben wir die Zahlen fertig gemacht. Wir haben das nochmal mit dem R&D-Leiter zusammen die Texte geschrieben. Die hat sich dann Sascha sehr gerne einfach mal angeguckt. Und dann geht das einfach seinen Weg. Es ist einfach mal der kleine Mut, einfach diesen Schritt zu tun. Es ist im Vergleich zu der EU-Geschichte und von den Daten, die Sie eingeben müssen, relativ überschaubar. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann weiß man, was man da einzutragen hat. Und von daher, und es war relativ simpel irgendwann. Aber die Doppeleingabe dann noch in Elster, ich weiß nicht, die wird doch hoffentlich nicht bleiben, oder? Das wird sich dann auch wieder... Es war ja genau andersrum. Also es war ja so 2020, als wir das zum ersten, also 2021 für 20 gemacht hatten, da lief dann alles automatisch rüber von der Bescheinigungsstelle hin zum Finanzamt. Das war top. Und dann kam plötzlich die Veränderung, dass man alles dann nochmal in Elster hineingeben musste. Nur man muss Gott sei Dank nicht nochmal die Texte abtippen. Man muss Gott sei Dank nur diese Zahlen reingeben, die man halt dann dementsprechend hat. Und von daher ist das relativ überschaubar eigentlich, das zu tun. Ja, es nervt. Es ist so ein Schritt, als ich das dann auch gehört habe, habe ich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass man das alles nochmal eingeben muss. Aber es ist im Letzten relativ überschaubar und gut umsetzbar. Wie gesagt, ich kann nur jeden ermutigen, das einfach zu tun. Alles klar. Wir haben auch noch eine Frage. Es ist ja eine Zulage für forschende Unternehmen. Gibt es da konkrete Kriterien, dass man, ab wann ist man ein forschendes Unternehmen? Braucht man da einen Mitarbeiter, der F&E macht, oder gibt es da konkretere Vorgaben? Es gibt da definitiv Vorgaben, wenn Sie also ein Forschungsprojekt haben im Unternehmen, wo Sie halt wirklich etwas entwickeln. Das kann beispielsweise bei meinem Korteuer irgendein neues Produkt sein. Das kann eine neue, was auch immer, neue Laufbahn oder sonst irgendetwas sein, wo Sie halt Gelder drauf verwenden müssen, um etwas Neues zu entwickeln. Dann können Sie halt diese ganzen Entwicklungskosten da darstellen und halt dementsprechend auch mit einbringen. Wir sind als kleines Unternehmen, Startup-Unternehmen, halt ein reines Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Aber es ist für jeden einfach mal gedacht, es einfach zu versuchen und einfach mal zu schauen. Ansonsten haben Sie in so einer Firma wie Zenit
in dem Sergej einfach auch einen guten Ansprechpartner, um im Vorfeld die Sachen auch mal durchzusprechen. Das haben wir auch getan, um auf diese Art und Weise halt dementsprechend einfach zu schauen, geht das, können wir das umsetzen, und einfach dann ein gutes Feedback auch zu bekommen, wie sind die Texte, was müssen wir da verändern. Ist klar. Dann herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Gerne. Ich dachte, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, besteht nach wie vor. Mhm. Und wir kommen jetzt zu Sascha de Vigne, der als Chefredakteur und Gründer von Studio 47 in Duisburg aktiv ist, schon seit vielen Jahren. Und jetzt, ja, ich sag mal so, mit dem Thema künstliche Intelligenz und Förderungen uns hier ein paar Einblicke geben möchte. Sascha, bitteschön. Ja, vielen Dank, Christian. Dankeschön. Ich teile mal direkt hier meinen Bildschirm. Zick. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Christian sagt schon sehr richtig, ich bin Chefredakteur bei Studio 47. Ich bin also Journalist und gehöre deswegen in den Augen einiger wahrscheinlich zur bildungsfernen Schicht. Das auch. Ich will jetzt nicht damit begründen, warum da ein Schreibfehler sich eingeschlichen hat. Aber tatsächlich ist es so, dass wir bei Studio 47 verkehrtes Fernsehen machen. Ich will das aber ganz, ganz wohlverstanden wissen. Denn als regionaler Fernsehsender sind wir in Nordrhein-Westfalen die totale Ausnahme. Es gibt nämlich nur einen privaten regionalen TV-Sender hier bei uns in unserem schönen NRW. Und da sind wir. Und nicht nur das unterscheidet vieles von dem, was wir tun, vielleicht von dem, was man so gemeinhin aus dem Fernsehen kennt, sei es privat oder öffentlich-rechtlich, vor allen Dingen auf nationaler Ebene. Gerne, bevor ich wirklich auf die KI und unsere Förderung zu sprechen komme, deswegen ein paar kurze Sätze zu unserem Sender. Das für alle, die es nicht kennen, ist Duisburg mit seinem großartigen Hafen, bei einer schönen Abendstimmung fotografiert. Eine Stadt, die als Standort für unseren Sender und für das Medium, das wir betreiben, ganz großartig ist. Wir haben nämlich hier nie die Situation, keine Lage zu haben, wovon wir Journalisten immer reden. Ganz im Gegenteil, Duisburg ist im Grunde genommen die Lage. Und das macht für uns die Arbeit hier natürlich sehr, sehr spannend und sehr aufregend und sehr lohnenswert. Und wir glauben auch, dass gerade lokale und regionale Medien eine große Bedeutung und Relevanz haben für die Stadtgesellschaft und für den öffentlichen Diskurs. Man spricht ja nicht zu Unrecht davon, dass gerade lokale und regionale Medien Basislager der Demokratie sind. Und so versuchen wir uns auch in unserer redaktionellen Agenda zu verstehen. Wir sind also ein regionaler Sender. Unser Sendegebiet ist das westliche Ruhrgebiet und der Niederrhein. Wir machen das auch schon ein paar Tage länger. Wir sind seit März 2006 auf Sendung, waren seinerzeit der erste Lokal-TV-Sender in NRW. Waren eine ganze Zeit lang eine Beteiligung der Rheinischen Post, die bis 2017 mit 30% an unserem Sender beteiligt war, dann aber die Anteile verkaufen wollte. Und alle, die unternehmerisch tätig sind, wissen, wenn jemand verkaufen will, ist das gut, weil dann ist der Preis meistens besser, als wenn er nicht verkaufen will. Wir konnten also die Anteile der Rheinischen Post in den Sender zurückkaufen und sind verlagsunabhängig, sind also ein freies Medium. Das einzige in Duisburg, das verlagsunabhängig arbeitet. Wir sind Kooperationspartner verschiedener öffentlicher Einrichtungen. Wir sind Medienpartner des Europäischen Parlaments. Wir arbeiten an vielen Stellen mit der Landesanstalt für Medien und auch mit der Staatskanzlei NRW zusammen. Das ist etwas, was uns an vielen Stellen sehr hilft. Denn was wir im Kern sind, wir sind eigentlich ein Nachrichtensender. Wir machen ein 24-stündiges Vollprogramm bei uns mit einem großen Anteil an Nachrichten- und Magazinsendungen, mit Talk-Unterhaltungsformaten. Wir sind in aller Demut recht stolz darauf, dass wir sehr häufig mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet wurden für unser Programm. Das hat sich über die letzten Jahre sehr schön verstetigt. Unser Programm ist zu empfangen im digitalen Kabelfernsehen über IPTV. Wir haben einen Livestream. Wir erreichen bei uns im Sendegebiet rund 650.000 Zuschauer. Wir sind das reichweitenstärkste Medium bei uns in der Region. Auf der linken Seite sieht man unser Sendegebiet. Die weiße Linie, die sich dort entlang schlängelt, ist, wer hätte es geahnt, der Rhein. Und dann sieht man halt zu linken und zu rechten die Städte, Landkreise und Gemeinden, die zu unserem Sendegebiet zählen. Das geht von Rees oben fast an der niederländischen Grenze runter bis in den Norden von Düsseldorf, rein ins Ruhrgebiet nach Oberhausen und Mülheim an der Ruhr bis auf die andere Rheinseite in den Kreis Kleve. Und vielleicht das Interessante daran, unsere Zuschauer sind durchaus jung, im demografischen Mittel eigentlich unseres Sendegebiets, 48 Jahre im Schnitt. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so jung klingen, wenn das ein 52-Jähriger sagt. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir
dann wir eine Zuschauerschaft haben, die deutlich jünger ist als beispielsweise die ARD oder das ZDF mit einem Durchschnittsalter von 65 Jahren. Also viele sagen ja, lineares Fernsehen ist ein Seniorenmedium. Zumindest bei uns ist es eins der... Sind wir schon Best-Ager? Ich weiß nicht. Irgendwelche Ager sind wir auf jeden Fall. Unsere Zahlen, die wir da sehen, wir sind ganz zufrieden. Wir haben einen sehr gestern Kreis von fast 28%. Das macht schon Spaß. Das ist alles ganz gut. Programmlich, regionales Fernsehen, ich hatte gerade gesagt, verkehrtes Fernsehen, das ist richtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Medium, das durchaus Innovationstreiber ist in vielerlei Hinsicht, was Formatentwicklung und redaktionelle Agenda betrifft, was den Bereich der Nachwuchsförderung, der Aus- und Fortbildung betrifft. Und vielleicht das Spannende, worauf ich jetzt auch gerne etwas näher zu sprechen kommen möchte, was die Automatisierung redaktioneller Abläufe betrifft. Und das zeigt sich unter anderem auch an unserem Studio. Das sehen wir hier. Da machen wir Fernsehen jeden Tag. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normales Fernsehstudio. Und das ist es in vielerlei Hinsicht auch. Der große Unterschied ist, dass wir bereits hier bei uns im Studio seit mehreren Jahren schon vor Corona weitestgehend auf Automatisierung gesetzt haben. Wenn Sie jetzt die Kameras zum Beispiel sehen, die da im Studio rumstehen, das sind sogenannte PTZ-Kameras. Das sind also Roboterkameras, die nicht mehr von einem Menschen aus Fleisch und Blut bedient werden müssen, sondern die programmiert sind und autonom sozusagen oder durch den Bildregisseur gesteuert filmen. Viele unserer Abläufe im Studio während der Produktion haben wir bereits vor vielen Jahren automatisiert. Das ist ein großer Vorteil in der täglichen Arbeit, ermöglicht uns, dass wir sehr viel produktiver sein können, als wenn wir das alles auf händische Art und Weise umsetzen würden. Und Gleiches hatten wir schon vor 4 Jahren vor für die Produktion, und damit komme ich jetzt langsam zum Kern der Sache, unserer Newscasts. Grundlage dafür war, dass es vor einiger Zeit eine Untersuchung gegeben hat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, was ein Institut der Arbeitsagentur in Nürnberg ist. Und die haben für viele Berufe, ich glaube wirklich gattungs- und branchenübergreifend, das sogenannte Substituierbarkeitspotenzial erhoben. In industriellen Berufen liegt das relativ hoch. Wir hatten vermutet, dass es im Journalismus nicht ganz so hoch liegen würde. Aber nein, tatsächlich, journalistische Tätigkeiten sind laut dieser IAB-Studie zu 20% substituierbar. Jeder fünfte Handgriff, den wir als Journalisten in einer Redaktion tätigen, also durch eine Maschine, durch eine KI abbildbar. Genauso gut, vielleicht sogar besser. Und das wollten wir halt in Erfahrung bringen. Und haben uns dafür einen Teilbereich unserer täglichen Arbeit ausgesucht, nämlich die tägliche Newscast-Produktion, die Produktion von Nachrichten im Film. Das kennen Sie alle aus den Fernsehnachrichten, fast auf allen Nachrichtensendern, bei den Großen, bei den Kleinen. Diese kurzen Nachrichten im Film, die so eine Länge von 30 bis 40 Sekunden haben, davon gibt es eine ganze Menge am Tag. So ist das auch bei uns im Programm. Diese Produktion ist extrem technik- und personalintensiv. So ein 30 bis 40 sekündiger Film benötigt in der Herstellung 1,5 Stunden. Pi mal Daumen auf die händische Art und Weise. Ist auf der anderen Seite nicht refinanzierbar, weil Nachrichten nicht versponsert werden dürfen. Das heißt, man darf mit der Nachrichtenproduktion kein Geld verdienen. Was für einen privaten Sender wie uns, Sie können sich das vorstellen, erstmal ein großes Problem ist. Denn wir müssen mit unserem Programm und mit unserem Sender halt an allen Stellen als privater Sender, der wir sind, Geld verdienen. So ist das nun mal. Weswegen wir sehr schnell auf die Idee gekommen sind, dass eben vor dem Hintergrund der Substituierbarkeit der Einsatz von KI und Automatisierung die Produktion von solchen Video-Newscasts eben schneller, aktueller und vor allen Dingen auch günstiger machen kann, wenn wir sie sehr gezielt einsetzen. Weswegen wir überlegt haben, dass es ein integriertes System geben muss, das genau diese 4 Bereiche, die zur Produktion einer Newscast, einer Videonachricht zählen, automatisiert und durch die KI gestützt übernimmt. 4 Bereiche, die wir da identifiziert haben. Da oben steht es: Textgenerierung, Sprachsynthese, Video-Editing, Distribution. Das heißt, es ist das Verfassen eines Nachrichtentextes, das Einsprechen eines solchen Nachrichtentextes, der Schnitt des Bildes und der Insertierung von Titeln. Mit Distribution ist gemeint, dass ein fertiger Nachrichtenfilm natürlich auch über den Sender gehen muss oder online veröffentlicht wird. Und Maßgabe war, dass es ein System sein soll, das cloudbasiert ist, KI-gestützt ist, also möglichst viele Tätigkeiten automatisiert übernimmt, sehr leicht bedienbar sein soll. Ich erwähnte schon, Journalisten, die bildungsferne Schicht. Und all-in-one bedienbar sein soll. Also ein System, das im redaktionellen Alltag sehr gut einsetzbar ist. Nicht nur bei uns, unsere Überlegung, sondern skalierbar.
Denn wir waren ziemlich zu Beginn schon sicher, dass, wenn es ein solches System gäbe, es einen großen Bedarf und einen großen Markt dafür geben wird bei fast allen, zumal regionalen und lokalen Nachrichten, TV, Online-Redaktionen in Deutschland und darüber hinaus. Das ist das, was wir eigentlich haben wollten. Eine Spülmaschine für Journalisten. Ne? Kinderleicht zu bedienen, schmutziges Zeug rein, Klappe zu, Knopf drücken, sauberes Ergebnis raus. Und das eben für die Nachrichtenproduktion im TV-Bereich. Wir haben ein Projektteam gebildet, um das Ganze voranzubringen. Unser Geschäftsführer war daran beteiligt, meine Wenigkeit, ein Softwareentwickler, den wir herangezogen haben. Wir haben begonnen, eine Projektskizze zu erstellen, einen Zeitplan aufzustellen, Aufgabenpakete zu definieren, was zu der Entwicklung einer solchen Software, einer solchen KI-Tools dazugehört. Und haben auch zeitgleich begonnen, nach möglichen Kooperationspartnern zu suchen und eben nach geeigneten Förderprogrammen. Jetzt reden wir nicht über solche Dimensionen, wie wir das vorhin auch schon gehört haben. Also wir sind bei Weitem nicht auf einem Level mit unserer Entwicklung und der Produktion, wie das Herr Dr. Kortheuer in seinem Unternehmen ist. Wir sprechen hier über eine Softwareentwicklung, die wir mit ca. 40.000 bis 50.000 Euro angesetzt haben. Das ist das Budget, was wir dafür investieren wollten. Und auch dafür kam es bei uns darauf an, dass wir eine Querfinanzierung durch ein Förderprogramm hinbekommen, weil das an anderer Stelle für uns nicht darstellbar gewesen wäre. So sahen die drei Jungs aus, die sich das damals dann überlegt haben. In der Mitte ist unser wirklich großartiger Softwareentwickler Peter Klaes von der Firma Feine Apps, der, so viel darf ich schon vorausschicken, das Projekt dann anschließend auch sehr gut für uns umgesetzt hat. Aber bis dahin war es ein relativ langer Weg. Und ich hatte schon gesagt, vor 4 Jahren hatten wir die erste Idee und haben dann auch direkt damit begonnen, nach einer möglichen Finanzierung zu suchen. Und uns war klar, dass es nur dann funktioniert, wenn wir aus einer geeigneten Quelle eine Förderung erhalten. Naheliegenderweise erster Anlauf gewesen, wir haben uns beteiligt an einer Ausschreibung der Landesanstalt für Medien NRW, dem Journalismus Lab, die 2019 ein Projekt gestartet hatten, das nannte sich Reinvent Local Media Fellowship. Keine wirkliche Ausschreibung, sondern eher ein Bootcamp und ein Pitch, wo man sich mit seiner Projektidee bewerben musste, vor einer Jury das Ganze darstellt und erklärt, was man da eigentlich so vorhat. Das haben wir auch gemacht und es war mit Sicherheit auch gewinnbringend, um das Projekt zu schärfen und zu schauen, an welchen Stellen da noch nachgebessert werden muss, welche Schräubchen zu drehen sind. Am Ende des Tages war das Resultat allerdings hier, 2019, im ersten Anlauf, dieses Projekt ist technisch nicht umsetzbar. Das war das Votum der Jury, die also gesagt hat, das, was wir da vorhaben, ist mit den derzeit technisch verfügbaren Mitteln gerade im journalistischen Bereich nicht machbar. Wir haben uns davon nicht entmutigen lassen und den zweiten Anlauf gestartet und sind hingegangen und haben uns beworben, in dem Fall auf ein Bundesförderprogramm vom Bundesforschungsministerium Zukunft der Arbeit, innovativ und sozial. Zweistufiges Verfahren. Im ersten Moment reicht man eine Projektskizze ein, eine Wettbewerbsskizze, um dann gesagt zu bekommen, ob man sich auf eine Förderung wirklich bewerben und an dem Verfahren teilnehmen darf. Aber da ist es leider dann auch schon im ersten Schritt gescheitert, denn der Projektträger Karlsruhe hat uns dann als Resultat genannt, dass andere Projekte, die sich ebenfalls auf diese Förderung beworben haben, die Kriterien für ein solches Förderprojekt besser erfüllen würden. Und das ist vielleicht auch naheliegend gewesen an der Stelle, denn was wir machen im Medienbereich, war da vielleicht auch sehr zugespitzt und eine sehr auf einen bestimmten Fokus gerichtete Lösung, die auch neben dem, was wir hier machen, keine allzu breite Anwendung ermöglicht. Und vielleicht auch da hat der innovative Ansatz, gerade wenn man in den Bereich, was bedeutet das eigentlich für die Welt der Arbeit, vielleicht nicht so sehr gegriffen. 2020 also der zweite Anlauf auf Fördergelder, der gescheitert ist. Aber wir sind ja zäh. Dann haben wir den dritten Anlauf genommen, 21, und sind gestoßen auf ein Landesprogramm, Mittelstand, innovativ und digital. Das Projekt gibt es immer noch, alle die Unterprogramme sind mittlerweile anders. Herr Pavelje weiß das mit Sicherheit viel besser als ich. Damals gab es unter anderem eben den Bereich MED Digitalisierung, auf das man sich bewerben konnte. Wir haben auch dort einen Förderantrag eingereicht, einen Vorabantrag an den Projektträger Jülich seinerzeit, schon wieder modifiziert aus den Erfahrungen der beiden Vorjahre, wo wir sowohl an dem Konzept, an der Beschreibung des Ganzen, an den Arbeitspaketen und an der Ausgestaltung des Projektes einiges geschraubt und verbessert haben. Man muss immer so ein bisschen schauen, das war meine Erfahrung, dass man, wenn man es auf einen Fördertopf abgesehen hat, natürlich auch versucht, den Antrag so zu formulieren, dass zumindest in Ansätzen sich der Fördergeber auch da wiederfindet. Das ist wohl so. Also wenn man davon spricht, dass der
dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler, dann hat das, glaube ich, an der Stelle eine ganz besondere Bewandtnis. Es hat trotzdem nichts geholfen, denn die Aussage vom Projektträger Jülich war dann, dass unser Antrag leider keinen innovativen Ansatz erkennen lässt. Das hätte uns frustrieren können und wir hätten die Flinte ins Korn werfen können, aber das haben wir nicht getan, sondern haben den vierten Anlauf genommen. Und diesmal ebenfalls wieder bei Mittelstand Innovativ und Digital, was vom NRW-Wirtschaftsministerium ausgeschrieben wird. MED Invest, leider mittlerweile ausgelaufen. Ich glaube, 2022 war die letzte Förderperiode bei denen. Was zur Verfügung stand, glaube ich, in Summe für alle MED Invest-Projekte waren 30 Millionen Euro für das eine Jahr. Maximale Förderquote von Projekten 60%. Das wurde irgendwann mal erhöht von 50% auf 60%, also 40% Eigenanteil, der durch das antragstellende Unternehmen zu erbringen ist. Und der Betrag war auch gedeckelt auf einer Höhe von 25.000 Euro. Wir sprechen also über im Verhältnis kleinere Summen, die wir hier benötigt haben. Der Vorteil war, dass es diesmal geklappt hat. Und das darf ich an der Stelle sehr gerne sagen, vor allen Dingen durch die Unterstützung auch durch Zenit. Vor allen Dingen in Personam von Michael Parmann, der uns da ganz großartig geholfen hat an der Stelle, weil er genau wusste, welche Knöpfe zu drücken sind. Ich glaube, das ist der große Vorteil. Markus Korteuer hat vorhin davon gesprochen, dass so eine Beratung Gold wert ist. Nicht, weil man sich die Arbeit abnehmen lässt, sich inhaltlich mit so einem Projektantrag zu beschäftigen, sondern einfach, weil, glaube ich, jemand, der von außen drauf schaut und die Mechanismen kennt, unter denen solche Förderprojekte bewertet werden, sehr viel klarer erkennen kann und weiß, auf welche Punkte geachtet wird. Sachen, die man vielleicht selber aus seiner Binnensicht, wenn man sehr auf ein Produkt fokussiert ist, wie wir das waren, gar nicht so wahrnimmt. Wir waren an dem Ergebnis interessiert und wir halten uns für großartig, weil das doch eigentlich was Tolles ist, was wir machen, vergessen dabei aber natürlich, dass von außen Leute draufschauen, die diese Binnensicht ja überhaupt nicht haben können und vielleicht auch nicht haben sollen. Und das ist extrem wertvoll, wenn man einen Sparring-Partner hat an der Stelle und jemanden, der diese Mechanismen kennt. Also das war extrem hilfreich. Und es war auch ein zweistufiges Verfahren, MED Invest. Interessant, es ist wie eine Lotterie gewesen tatsächlich. Ende 2021 bereits, das war im Dezember, kurz vor Weihnachten, wo wir aus dem Lostopf gezogen wurden. Denn auf MED Invest hat das Landeswirtschaftsministerium so viele Anträge bekommen, dass die diese Antragsflut gar nicht hätten bearbeiten können, wenn die nicht ein Losverfahren gewählt hätten. Also alle Anträge, die eingegangen wurden, kamen in die große Tombola und dann wurden halt ein paar rausgezogen und die Glücklichen, die gezogen wurden, durften sich dann auf eine Förderung bewerben. Haben wir gemacht, haben die Förderung erhalten durch das NRW-Wirtschaftsministerium, konnten loslegen, konnten dann sehr zeitnah unser Projekt entwickeln und umsetzen. Und jetzt ist es im Einsatz. Seit vergangenem Herbst bereits in der Beta-Phase bei uns im Einsatz gewesen. Wir haben innerhalb von Rekordzeit, würde ich mal fast sagen, ein Tool entwickelt, das genau das umsetzt, was wir benötigen, die Newscast-Produktion zu automatisieren, KI-gestützt, genau diese vier Bereiche. Wir haben im vergangenen Monat einen großen Kickoff dazu gemacht. Mittlerweile wird unser System an vier Standorten bereits von anderen Fernsehsendern eingesetzt. Wir haben aktuell Anfragen von Fernsehsendern aus Rheinland-Pfalz, aus Brandenburg, aus Österreich, die unser System nutzen wollen. Also die Skalierbarkeit scheint da zu funktionieren. Wir haben als Geschäftsmodell da so ein Lizenzierungsmodell, das heißt, es ist Software as a Service, was für uns auch ein komplett neues Geschäftsmodell ist. Wir sind ein Fernsehsender, die eigentlich Fernsehprogramme machen und Medialeistungen verkaufen. Und wurden an der Stelle wie die Jungfrau zum Kinde quasi zu einer Art Software-Schmiede und haben festgestellt, dass wir da zumindest an dem Punkt mit unserer Softwarelösung wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben und das eben auch wirklich an der Stelle dank der Förderung durch das Wirtschaftsministerium NRW. Denn auch wenn der Betrag sich bescheiden ausnimmt, ist das eine Sache, die ein Medienunternehmen unserer Größenordnung nicht einfach mal so aus dem Menge heraus querfinanzieren könnte. Vielleicht zu dem, was wir als Fazit und als Learning aus dem Ganzen ziehen. Und Sie haben es ja gerade gesehen, wir sind viermal vor die Pumpe gerannt. Nee, dreimal. Und beim vierten Mal hat es geklappt. Und vielleicht ist es wirklich so platt, wie das klingt, Scheitern als Chance. Denn ich glaube schon, dass wir mit jeder Absage, die wir tatsächlich im Verlauf unserer Förderbemühungen da erhalten haben, unseren Förderantrag verbessern konnten. Und wenn es irgendwann in nächster Zeit wieder darauf hinausläuft, dass wir ein ähnliches Projekt gefördert haben wollen, dann haben wir aus diesen Erfahrungen, auch wenn es sich ein bisschen hingezogen hat und nicht ganz frustfrei gelaufen ist, mit Sicherheit das ein oder andere gelernt und können das sehr nutzbar machen.
dranbleiben. Man muss von seinem Projekt wirklich überzeugt sein. Man muss es zu einer Herzensangelegenheit machen. Herr Gotthold hat davon gesprochen, man investiert da sehr viel und man setzt da sehr viele Leute dran und man verwendet viel Gehirnschmalz drauf. Man muss immer aufpassen, dass man sein anderes Tagesgeschäft nicht so sehr aus den Augen verliert, denn auch das muss laufen. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Man kann sich verlieben in seine Babys. Das ist so. Man sollte sehr überzeugt sein von seiner Innovationsidee und das auch ganz klar im Fokus behalten. Aber man muss auch sehr realistisch immer den Aufwand einschätzen. Das ist mit Sicherheit richtig. Und was ich wirklich nur allen empfehlen kann, und ich denke mal, hier werden sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch dabei sein, die jetzt nicht der Medienbranche angehören. Unterstützung und Beratung durch externe Experten, das ist wirklich das A und O. Nicht, weil einem die Arbeit abgenommen wird, selber eine Idee zu entwickeln, eine Innovation zu formulieren, ein Projekt darzustellen, sondern schlicht und ergreifend, weil extern jemand eher beurteilen kann, welche Knöpfe zu drücken sind, an welchen Stellen der Schuh drückt. Das ist mit Sicherheit eine ganz große Hilfe gewesen. Ansonsten hätte das bei uns mit dem Projekt auch nicht funktioniert, das kann ich wohl sagen. Podcast, das ist Botti übrigens, ja, da oben rechts in der Ecke. Man neigt ja dazu, dass KI immer irgendwie mit Robotern zu tun hat, die Antennen auf dem Kopf haben und die so ein bisschen aussehen wie der Terminator. Unser Podcast ist eine Softwarelösung, also weder die Spülmaschine noch der Botti, sondern ein sehr schlichtes, slotbasiertes System. Aber wir haben Botti in unser Herz geschlossen und deswegen ist er auch Bestandteil unseres Podcast-Logos. Wer sich näher informieren möchte, ist herzlich eingeladen, unsere Microsite da unten zu besuchen. Wir produzieren damit seit einem halben Jahr unsere Fernsehnachrichten. Also wenn Sie unser Programm regelmäßig verfolgen, dann haben Sie schon sehr oft in den letzten Wochen und Monaten Fernsehnachrichten bei uns im Programm gesehen, die von der KI gemacht wurden, nämlich vom Podcast. Und das war es von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank, lieber Sascha. Wo ich jetzt dran hängen geblieben bin, das ist dieser, ich glaube, die Absage, wann war es, 2021, dass dieser Ansatz innovativ genug war. Richtig. Kannst du das nochmal, also kannst du das versuchen nochmal zu erklären, was da, warum das nicht innovativ war, war damals KI noch zu weit weg? Das mag auch mit reingespielt haben. Also vielleicht oft ist es ja so, dass man es nicht so ganz vermitteln kann, worum es einem, glaube ich, geht. Und wir haben versucht, mit Podcast ja existierende Tools aus verschiedenen Bereichen in eine Plattform zu integrieren. Vielleicht spielt beides mit rein. Auf der einen Seite, dass wir nicht wirklich eine innovative Technologie entwickelt haben. Also wir haben die KI ja offensichtlich nicht entwickelt, ne, sondern wir machen sie uns zunutze und integrieren das in ein System, dass also unsere Leistung, unser Projekt weniger dadurch geprägt ist, wirklich was komplett Neues aufs Trapez zu bringen, sondern eher zu schauen, dass man bestehende Lösungen und Ansätze integriert in eine Plattform. Das war das eine, weswegen vielleicht der innovative Charakter nicht deutlich genug zu Tage getreten ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Und das andere ist mit Sicherheit, Christian, wie du sagst, als wir losmarschiert sind mit dem Ganzen, war KI und war das ganze Thema der Automatisierung bei Weitem noch nicht so ein heißer Scheiß, wie das jetzt aktuell der Fall ist durch ChatGPT und Konsorten. Wir sind auch da glückliche Fügung eigentlich mit dem Projekt genau zu so einem Zeitpunkt aus dem Schuh gekommen und um die Ecke, als KI auf einmal an allen Ecken und Enden diskutiert wurde und sich selbst die Tagesthemenmoderatoren Liebesgedichte von ChatGPT schreiben lassen. Das heißt, wir haben vielleicht einen richtigen Zeitpunkt abgepasst und zu dem Zeitpunkt, als wir es damals eingereicht haben, war das vielleicht noch etwas zu weit entfernt, um als Innovation durchzugehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist das Projekt denn jetzt abgeschlossen oder seid ihr weiter am Förderprogramme sichten, um gegebenenfalls auch eine Weiterentwicklung zu finanzieren? Ich habe das ja richtig verstanden, das eigentliche Förderprogramm ist ausgelaufen, das gibt es nicht mehr. Richtig, ne? Genau, das gibt es nicht mehr. Also es gibt, Herr Pavel, ich will das vielleicht besser wissen, es gibt nach wie vor die MID-Programme, aber dieses MID-Invest gibt es, glaube ich, nicht mehr. MID-Digitalisierung gibt es, glaube ich, noch, ne? Genau. Ne? Aber dieses MID-Invest, das jetzt für uns zum Tragen gekommen ist, gibt es nicht mehr. Was wir allerdings jetzt haben, und das wäre eine Weiterentwicklung von Podcast, und da arbeiten wir auch gerade aktuell dran. Wir beantragen gerade Fördergelder aus dem Projekt des Medieninnovationszentrums Babelsberg. Auch Landesmittel, allerdings nicht in NRW, sondern in Brandenburg, die wir versuchen für unser Projekt zu akquirieren. Und da wird es um eine Weiterentwicklung und Verlängerung von Podcast gehen, um ein Tool, das wir ClipSense nennen. Das ist ein Tool, das in der Lage sein wird, Videos
sowohl hinsichtlich ihres Bildinhalts als auch hinsichtlich ihrer Einstellungsgröße zu erkennen, zu verschlagworten und zu taggen. Beispiel, wir filmen das Duisburger Rathaus am Burgplatz und ClipSense erkennt selbst, das ist das Rathaus am Burgplatz innerhalb Totalen. So benenne ich jetzt diese Datei und gebe ihr IPTC-Felder dazu. Und das wird auch zu einer deutlichen Beschleunigung und hoffentlich dann auch zu einer Verbesserung der journalistischen Arbeit, gerade in der täglichen Nachrichtenproduktion sorgen. Naja, spannend, spannend. Und du hast gerade, wir haben jetzt keine Fragen im Chat, aber du hast gerade schon das Stichwort gegeben und deswegen würde ich dann jetzt auch zu Herrn Paveljew überleiten wollen. Also herzlichen Dank für deine Ausführungen und sehr gerne. Auch für die Weiterentwicklung jetzt. Herr Paveljew, dass wir jetzt mal schauen können, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Förderlandschaft? Jetzt auch gerade, was jetzt Studio 47 vielleicht angeht. Geht es da jetzt weiter? Geht es da, konzentriert sich die Förderlandschaft jetzt in Richtung KI oder bleibt das Füllhorn groß oder die Füllhörner und verteilen sich sehr wohlwollend über die gesamte Forschungs-F&E-Landschaft? Vielen Dank für die Frage, Herr Kleff. Tatsächlich ist es so, dass natürlich das Thema KI an Bedeutung gewinnt, aber wir zum Glück noch viele weitere Themen auch haben, die gefördert werden können, weiterhin gefördert werden, die auch jetzt nichts mit KI zu tun haben. Ja. Wir haben heute ein paar Beispiele gehört. Ein Beispiel hatte definitiv nichts mit KI zu tun, das Thema biobasierte Kunststoffe von der Bluecom Biotech. Und es gibt natürlich viele, viele weitere spannende Themen, Technologiethemen, die auch nichts mit KI zu tun haben. Wohl wissend natürlich, dass das Thema Digitalisierung immer eine größere Rolle einnimmt in allen möglichen Technologiebereichen. Ja, mein Name ist Sergej Paveljew. Wir haben heute spannende Impulse bekommen aus der Praxis, aus der Beantragungs- und auch Umsetzungspraxis von Innovationsprojekten. Und ich bin Innovationsberater bei Zenit und in den letzten, inzwischen 12 Jahren als Innovationsberater bei Zenit konnte ich in einige hundert sehr, sehr spannende Unternehmensprojekte reinschnuppern. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie Sie sich vorstellen können. Und ich konnte unter anderem sehr viele Unternehmen dabei begleiten, ihre vorkommerziellen Projekte, ihre Zukunftsprojekte zu finanzieren, Kapital einzuwerben für Themen, die man nicht mit gängigen Finanzierungsinstrumenten abdecken kann. Und genau dazu gebe ich Ihnen heute einen kleinen Überblick, was ist unsere Herangehensweise, und versuche Ihnen so ein bisschen Durchblick zu verschaffen, wie man an Förderprogramme herangehen sollte. Zunächst einmal ein paar Sätze zu uns, zu Zenit. Zenit steht für das Zentrum für Innovation und Technik. Wir sind eine Beratungsgesellschaft mit der Zielgruppe technologieorientierter Mittelstand, Schwerpunkt in NRW. Und wir haben eine Besonderheit, wir sind kein normales Beratungsunternehmen. Wir sind zwar eine GmbH, aber wir sind ein Public-Private Partnership. Das heißt, wir haben drei Gesellschafter. Einer der Gesellschafter ist das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Wirtschaftsministerium. Die zwei weiteren Gesellschafter sind das Bankenkonsortium Nordrhein-Westfalens und unser Trägerverein Zenit e.V., von dem auch die Initialzündung kam, die Zenit damals zu gründen, 1984. Und zwar geschah das vor dem Hintergrund des Strukturwandels, des weggebrochenen lokalen regionalen Marktes für die technologieorientierten mittelständischen Unternehmen in unserer Region. Und die sind an die Landesregierung herangetreten und haben gesagt, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen einen Knotenpunkt, dass wir den Transfer von Know-how in neue Anwendungsnischen, in neue Märkte sorgen kann. Und damit war die damalige Stabsstelle Technik geboren, woraus dann die Zenit entstanden ist. Auch heute arbeiten wir an ähnlichen Themen, natürlich auch wohlwissend, dass es neue Technologiebereiche sind, an denen wir ackern. Ja? Wir sind ein 65-köpfiges Team, interdisziplinär aufgestellt. Und was uns auch von Fördermittelberatungsgesellschaften oder Agenturen unterscheidet, neben dem Public-Private-Partnership-Strukturpart, ist, dass wir eigentlich aus dem Bereich Innovation und Technologieberatung kommen. Also wir haben einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der sich auf Innovations- und Technikthemen fokussiert, in denen natürlich als Querfeldthema das Thema Fördermittel eine sehr wichtige Rolle spielt und entsprechend auch eins der größten Geschäftsfelder bei Zenit ist, das ich seit einiger Zeit auch koordinieren und leiten darf. Aktuelle Themen, an denen wir stark dabei sind und wo wir Projekte initiieren und begleiten, sind das Thema digitale Transformation, also digitale Transformation und Digitalisierung von Prozessen,
von Fertigungsprozessen und Geschäftsprozessen, Digitalisierung auch von Geschäftsmodellen natürlich. Das Thema neue Technologien und Technologieentwicklung, also hier geht es um Forschung und Entwicklung und auch Technologietransfer, Transfer von Forschung und Entwicklung in die Anwendung im industriellen Maßstab. Natürlich das Thema innovative Geschäftsmodelle, heutzutage sehr, sehr spannende Thematiken im Bereich digitale und hybride Geschäftsmodelle. Und seit jeher auch das Thema Nachhaltigkeit, wir als Zenit vor allem mit dem Schwerpunkt grüne Technologie, grüner Technologietransfer, also Substitution von schmutzigen bzw. mit einem größeren Fußabdruck versehenen Techniken durch neue Technologien, die ressourceneffizienter sind. Und wie gesagt, als Querschnittsthema immer auch das Thema Finanzierung solcher Vorhaben, die nicht aus normalen Finanzierungsinstrumenten, weil sie beispielsweise sehr risikobehaftet sind, finanziert werden können, mitgedacht. Ja, Sie sehen vor sich den sogenannten Förderdschungel, wahrscheinlich schon mal den Begriff gehört. Es gibt sehr, sehr viele Förderprogramme. Manche sagen tausende von Förderprogrammen. Es gibt definitiv weit über 500 Förderprogramme, die theoretisch für ein Unternehmensvorhaben in Frage kommen könnten. Ja, und was ich heute machen werde, ist so ein bisschen einen Zugang zu verschaffen, wo man ein Packende finden konnte. Wir haben heute schon einige Beispiele gehört, worauf man achten sollte, wo man gerade steht, was die Strategie ist. Und genau in die Richtung geht auch mein Vortrag mit meinen Empfehlungen. Zunächst einmal muss sich jeder darüber im Klaren sein, dass es nicht einfach so geschenktes Geld für ein Unternehmen ist. Also was wir regelmäßig mitbekommen, dass Unternehmen uns kontaktieren und sagen, ja, ich habe hier eine ganz, ganz tolle Idee und ich glaube, ich habe Förderung verdient, mir steht das zu. Oder hier bei mir im Gewerbepark gibt es ein Unternehmen, das hat eine Anlage gefördert bekommen, das würde ich auch gerne haben. Ja, das ist natürlich eine legitime Position, aber wir müssen immer schauen, und es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass vielleicht auch, wenn ein Anspruch auf einen Fördertopf und auch eine Chance eines Zugriffs auf einen Fördertopf besteht, es nicht eine pauschale Finanzierung von Unternehmen gibt. Ja? Sondern es ist kein geschenktes Geld, sondern es ist immer ein zweckgebundenes Geld. Es sollen Anreizeffekte sein, Unternehmen, also wir sprechen ja heute vor allem über Unternehmen, anzuregen, einen Beitrag zur Erreichung gesamtwirtschaftlicher oder gesamtgesellschaftlicher Ziele zu leisten. Also nicht nur die eigenen betriebswirtschaftlichen Ziele zu verfolgen, sondern im Rahmen eines Vorhabens. Herr Kortheuer hat es vorhin erwähnt, in der wirklich top-down organisierten Förderung der EU, wobei FTI sogar noch eine Ausnahme darstellt, darzustellen, dass man bestimmten Zielen, bestimmten Herausforderungen, die formuliert werden vom Programmgeber, tatsächlich auch entsprechen kann. Ja, das sind unterschiedlichste Zielsetzungen, wie beispielsweise die Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität, ein Beitrag zum Umwelt- oder Klimaschutz. Ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich bei Unternehmensförderung, Schaffung, Erhalt von Arbeitsplätzen oder sonstige Wohlstandseffekte, die durch die Umsetzung eines konkreten Vorhabens erwirkt werden. Also wenn ein Unternehmer hingeht und sagt, okay, ich habe eine ganz tolle innovative Idee und die führt dazu, dass ich meinen Fertigungsprozess radikal rationalisiere und Arbeitsplätze kürze und nicht schaffe und mich eigentlich nicht wettbewerbsfähiger aufstelle in dem Sinne, dass ich neue Arbeitsplätze schaffe und wachse, sondern nur mehr Gewinn erwirtschafte, dann wird es normalerweise nicht durch ein Förderprogramm gefördert werden können, weil man nicht dieses Equilibrium schafft zwischen betriebswirtschaftlichen Zielen und einem Beitrag in gesamtwirtschaftliche, gesamtgesellschaftliche Ziele. Und weil es keine Pauschalfinanzierung für unternehmerische Aktivitäten gibt durch den Staat, logischerweise, und weil natürlich auch immer ein Beitrag, eine Förderung dazu führen kann, dass der Wettbewerb zwischen Unternehmen verzerrt wird, ja? Dass ein Unternehmen Geld für ein Vorhaben bekommt, was ein anderes Unternehmen nicht bekommt, gibt es eigentlich ein grundsätzliches Beihilfeverbot seitens der EU-Kommission. Ja, das heißt, normalerweise sind Beihilfen, so nennt man das im europarechtlichen, verboten. Ja, nicht jede Förderung ist eine Beihilfe, das ist auch klar. Deswegen gibt es auch eine Reihe von Ausnahmen und Bagatellgrenzen, ja, für Förderung von Projekten. Ein Ausnahmegebiet, worunter sehr, sehr viele Innovations- und Transformationsförderprogramme fallen,
ist die sogenannte allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung für staatliche Zuschussförderung. Also dann, wenn der Staat hingeht und sagt, ich fördere jetzt ein konkretes Vorhaben eines Unternehmens. Und in dieser Regulierung sind ganz bestimmte Aktivitäten festgelegt und durchreguliert. Also wie sind beihilfefähige Kosten aufgestellt? Ja? Was ist mit der Beihilfeintensität beschaffen? Sind Kumulierungen von Beihilfen möglich und wie sind sie aufgestellt? Auch eine sogenannte KMU-Privilegierung ist dort festgelegt. Das heißt, kleine und mittlere Unternehmen, wenn sie Geld vom Staat bekommen, sind privilegiert. Sie bekommen in Förderprogrammen entweder eine höhere Beihilfeintensität oder man geht hin und sagt, bestimmte Programme sind ausschließlich für KMU, also für kleine und mittlere Unternehmen, vorbehalten. Wir haben heute sogar zwei Programme gehört, die KMU vorbehalten wurden. Und eine weitere Ausnahme ist, dass zentral von der Europäischen Kommission, zentral von der EU verwaltete Förderinstrumente, wie beispielsweise das Horizon Europe Programm, weil dieses Programm allen Unternehmen und allen Einrichtungen, eigentlich sogar allen juristischen Entitäten in der Europäischen Union zur Verfügung stehen, ist es keine Wettbewerbsverzerrung, sondern jeder kann sich darum bewerben, jeder kann dort einen Antrag stellen, was natürlich dazu führt, dass das auch ein sehr, sehr wettbewerbsintensives Programm ist, ja, in Gegensatz zu manchen Nischenprogrammen, auf die es nicht so einen großen Run gibt. Ja. Denn Sie können sich vorstellen, in anderen Ländern, die nicht so finanziell stark aufgestellt sind und wo die Beihilfeintensität und die Förderlandschaft nicht so weit ausgeprägt ist wie in Deutschland, sind die Unternehmen sehr, sehr stark bestrebt, vor allem an die EU-Töpfe zu kommen, was zu einer sehr, sehr hohen Überzeichnung dieser Töpfe führt, was dazu führt, dass sie sogar mit einem exzellenten Antrag, mit einem exzellenten Projekt gegebenenfalls mehr oder weniger in einem Lotterietopf landen. Ja. Ein weiterer Aspekt, den Sie mit berücksichtigen sollten, sind die Themen Bagatellen. Sehr, sehr viele Programme sind aufgrund der Förderhöhe, des Fördervolumens unter einer Bagatellgrenze, sodass keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Beispielsweise sogenannte Innovations- und Digitalisierungsgutscheine, von denen Herr De Vigne heute auch berichtet hat. Ja, die sind in der Regel vereinfacht in der Beantragung, haben natürlich eine kleinere Beihilfe entsprechend, aber sie müssen halt nicht so viele Berichte ausfüllen, bei weitem nicht so viele Berichte wie bei EU-Förderprogrammen. Und auch die Antragsformulare sind nicht so umfangreich und komplex, dass eine mehr oder weniger pauschal funktionierende Regulierung, die dazu führt, dass Programme, die in diesem Rahmen vor allem für KMU dann in der Regel greifen, sehr, sehr niedrigschwellig sind. Diese Regulierung, die greifen in unterschiedlichsten Förderbereichen, unterschiedlichsten Fördergegenständen. Es gibt die sogenannte Beratungsförderung, das heißt, sie kaufen sich externe Expertise ein, beispielsweise für Digitalisierung, für Innovationsprojekte, für Change Management und Transformationsvorhaben. In dieser Beratungsförderung wird normalerweise durch Tagessätze abgerechnet. Also man geht hin, Sie haben einen externen Dienstleister, Sie haben einen Antrag gestellt, er wurde positiv bescheinigt und dort gibt es dann einen Tagessatz des externen Dienstleisters, der entweder eine Beratungsleistung vollzieht oder für Sie etwas programmiert, wie in einem Digitalisierungsgutschein und rechnet dann mit diesem Berater Tagessatz oder Tagewerks basiert ab und kriegt auf diese Tagewerke des externen Dienstleisters eine Förderung. Solche Förderprogramme gibt es in unterschiedlichen Bereichen, wie gesagt, im Digitalisierungsbereich, im Innovationsberatungsbereich, aber auch im Bereich des Transformations- und Change-Managements. Weitere Programme, die, von denen wir vor allem heute gesprochen haben, adressieren das Thema Forschung, Entwicklung, Innovation im engeren Sinne. Ja, hier erfolgt eine Förderung auf Basis eines Antrags und es wird eine Vorhaben gefördert, was einen gewissen Innovationsgehalt vorweisen muss. Ja, es müssen neue Erkenntnisse gewonnen werden im Rahmen des Projektes. Es gibt unterschiedliche Anforderungen. Natürlich ist die Förderlandschaft für Forschung und Entwicklung sehr, sehr breit aufgestellt. Aber in der Regel, weil wir von Unternehmensförderung sprechen, führt das dazu, dass sie natürlich auch ein irgendwie kommerziell interessantes Projekt haben. Es geht nicht um Grundlagenforschung in der Regel bei Unternehmensförderung in der Forschung, Entwicklung, Innovation, sondern es geht um die Entwicklung von Technologien, die irgendwann mal in konkrete Lösungen einfließen sollen oder sogar konkrete Lösungen
bis zu einem Prototypen, bis zu einem Demonstrator. Je nach Programm ist das dann auch unterschiedlich definiert, wo Sie auch darauf achten müssen. Was wird dafür finanziert? Es sind vorhabenspezifische Kosten oder Ausgaben, also entweder auf Kosten- und Ausgabenbasis. Und dort werden auch interne Personalkosten gefördert und auch sonstige Aufwandsposten, die gegebenenfalls mit dieser Entwicklung im Zusammenhang stehen. Von Programm zu Programm jedoch unterschiedlich. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ein weiteres Thema, wo gefördert wird, ist das Thema Personalentwicklung, Personalqualifizierung. Also vor allem in dem Themenbereich Digitalisierung, digitale Transformation. Ja? Wie geht man partizipativ an digitale Entwicklungen heran? Herr Korthäuser, Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie eine neue digitale Technologie einführen bei Ihnen im Produktionsprozess oder eine neue digitale Dienstleistung, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell verändert haben, dann müssen Sie auch in irgendeiner Art und Weise Ihre Mitarbeitenden mitnehmen. Sie müssen natürlich auch eine Art Fortbildung, eine Qualifizierung für die Mitarbeitenden im Umgang mit solchen Technologien anbieten, sowohl bei Ihren Klienten, vielleicht aber auch bei Ihnen intern. Ja, das heißt, wann immer neue Techniken zum Einsatz kommen, bei digitaler Transformation haben wir es ganz, ganz stark, müssen auch die Mitarbeiter partizipativ mitgenommen werden. Und dort gibt es auch Förderung. Ja? Es gibt Qualifizierungs- und Bildungsgutscheine, die dazu dienen, bestimmte Themen den Mitarbeitern partizipativ zu vermitteln und die in Veränderungsprozesse mitzunehmen. Neben diesen Themen gibt es noch eine Palette, eine breitere Palette an spezifischeren Zwecken, ja, wie beispielsweise eine Markteinführungsförderung, eine Förderung, die ganz spezifisch auf bestimmte Umwelteffekte abzielt, die Sie dann in CO2-Äquivalenten auch darstellen müssen. Ja. Strukturpolitische Förderung, also arbeitsplatzschaffende Maßnahmen, beispielsweise Investitionszuschüsse für Anlageinvestitionen, die dazu führen, dass die Arbeitsplätze entweder erhalten oder schaffen, je nach Region, in der sie sich befinden. Es gibt spezifische Förderung im Bereich industrielle Bioökonomie. Der Herr Dr. Lischke kennt das Thema auch. Für Demonstrationsvorhaben von Technologien für die bioökonomische Verwendung. Aber auch große, riesige Initiativen, wie beispielsweise das Copa 35C für die Zukunftsfähigkeit und die große Transformation der Fahrzeugindustrie. Also ganz spezifische Nischenthemen, in denen auch gefördert werden, wo die Förderlandschaft nochmal sehr, sehr differenziert und sehr, sehr breit aufgestellt ist hier in Deutschland. Und entsprechend ist es auch gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Herr De Vigne hat es ja einige Male versucht und man hat sich gefragt, okay, warum hat es nicht funktioniert? Und das kann man, also Sie haben es ja als Lerneffekt verstanden, was sehr, sehr gut ist, aber man kann das auch vermeiden, denn bestimmte Vorhaben passen einfach nicht in bestimmte Programme. Ja? Und dann braucht man nicht, also dann ist das nicht so, dass Sie quasi nicht innovativ genug per se sind, sondern für den spezifischen Förderaufruf, in dem spezifischen Zeitfenster, mit dem spezifischen Wettbewerb um diesen Fördertopf, war das einfach nicht das richtige Thema. Und das kann man einfach vermeiden, den Antragsprozess, auch wenn man immer was dabei lernt über sich selbst, über das eigene Vorhaben, das kann man effizient gestalten und sich nicht verrennen und nicht verirren in der Förderlandschaft, die wirklich sehr, sehr differenziert und breit aufgestellt ist. Ganz, ganz wichtig, Herr Korthäuser hat es auch erwähnt, es muss in die eigene Unternehmensstrategie passen. Auf keinen Fall darf man hingehen und sich selber verbiegen, um eine Förderung zu bekommen. Ja, Sie haben heute sehr, sehr spannende Förderprogramme gehört. Vergessen Sie zunächst einmal, sondern Sie müssen zunächst einmal verstehen, okay, wo stehe ich, was will ich, was habe ich für Aufwandsposten? Ja, es gibt einen Fragenkatalog, der definitiv nicht alle Fragen, an denen wir arbeiten, wenn wir Förderberatung betreiben, adressiert, aber einige wichtige Aspekte sind hier dargestellt. Zunächst einmal, wer soll die Förderung bekommen? Also wer ist der Empfänger oder Nutznießer? Es ist nicht immer dasselbe, ja, das muss man auch verstehen. Wer ist Empfänger und Nutznießer oder Nutznießer? Und wer steht im Fokus von einem Förderprogramm? Also was haben wir hier für einen Organisationstyp? Ist das eine Forschungseinrichtung oder ein Unternehmen? Oder ist das ein Unternehmen und eine Forschungseinrichtung? Ja? Welche Größe haben wir? Was sind das für Umsätze? Gibt es Partner im Vorhaben? Also es sind unterschiedliche Empfänger, unterschiedliche Nutznießer.
sind die Partner obligatorisch in dem Vorhaben? Ja, sind das gleichgewichtete Partner, die gleichmäßig, strategisch und auch gemeinsam verwerten wollen? Oder ist das nur ein Unterauftragnehmer, der bestimmte Dienstleistungen erfüllen muss? Ja? Dessen muss man sich bewusst sein. Ja? Das heißt, man muss das Projekt in der Akteurskonstellation schon mal definieren. Wer ist der Antragsteller? Wer ist der Empfänger eines Fördergeldes? Und wer sind die möglichen Partner neben oder unter diesem Empfänger? Gibt es dort Dienstleister? Gibt es dort gleichberechtigte Partner? Ja? Denn danach wird man hingehen und schauen, okay, das ein oder andere Förderprogramm passt. Im Fall von Studio SIM 40 ist es ja so gewesen, es gibt einen externen Dienstleister, der hat eine bestimmte Technologieplattform und eine Lösung, die er dort für diese Anwendung qualifizieren konnte und anbieten konnte. Und die Rechnung dieses Dienstleisters, ja, der Kauf einer Lizenz oder der Kauf der Erwerb dieser Technologie wurde kofinanziert. Ja, das heißt, wir haben hier die Konstellation, ein Antragsteller und ein Dienstleister. Das ist die Finanzierung. Ja, ganz, ganz anders bei Herrn Kortheuer. Dort waren Partner, die strategisch an einem gemeinsamen Thema gearbeitet haben, die komplementär an einer Lösung gearbeitet haben, die aber auch natürlich alle interessiert sind und alle interessiert waren, es im Nachgang die Ergebnisse für sich auch kommerziell zu verwenden und zu verwerten. Ja, also eine andere Konstellation. Was soll Gegenstand der Förderung sein? Die nächste Frage. Also was ist das Vorhaben? Das Vorhaben ist möglichst spezifisch zu definieren. Ja, also wir gehen hier über eine Motivation, den Start eines Vorhabens, den Weg, also den Arbeitsweg, die To-Dos, die Arbeitspakete in einem Vorhaben oder den Lösungsweg, je nach Thema, in dem wir uns bewegen, und das Ziel. Je nach Programm gibt es unterschiedliche Gewichtungen. Ja? Entweder geht ein Programmträger hin und sagt, okay, wir denken vom Ziel her. Ja, wir wollen hier, wenn wir jetzt wieder von Umweltschutz sprechen, die CO2-Äquivalente als den Output haben. Also das heißt, wenn Sie als Antragsteller in dieses Programm reingehen, beispielsweise UIP, dann wird das danach bewertet, dass ein Demonstrationscharakter vorliegt, ja, und der in CO2-Äquivalenten darzustellen ist. Ja. Da ist gar nicht mehr hier die Gewichtung in der Begutachtung auf dem Lösungsweg. Ja. Oder wir haben andere Programme, die komplett technologieoffen sind, wie die Forschungszulage von Dr. Lischka dargestellt, da kommt es hier auf den Weg an. Da müssen Sie darstellen, dass das, was Sie tun, einfach einen experimentellen oder forschenden Charakter hat. Ja? Sie müssen nicht ein nobles, innovatives Ziel darstellen. Klar, es gibt eine Zielstellung in dem Projekt, aber das ist nicht der Begutachtungsschwerpunkt, sondern hier wird einfach etwas gefördert, wo ein Unternehmen Aufwände hat mit Personal oder mit externen Dienstleistern, die mit Forschung und Entwicklung betraut sind. Also quasi die Jobs to do, der Weg im Projekt, ist hier im Schwerpunkt. Ja. Dann gibt es wiederum natürlich die Fragestellung, in welchem geografischen Gebiet erfolgt der Einsatz? Also wo fließt das Geld hin? Herr De Vigne, Sie haben gerade erwähnt, dass Sie eine Landesförderung in einem anderen Bundesland erhalten wollen. Ich stecke jetzt nicht da drin, dürfte vielleicht nicht so einfach sein, aber also, dass quasi jemand gefördert wird, ein Unternehmen gefördert wird, das gar nicht seinen Sitz in dem Bundesland hat. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Anforderung ist. Bei einer Stiftung vielleicht etwas anderes mit einer Ausnahme. Aber das Thema, in welchem geografischen Gebiet erfolgt die Förderung? Wo werden beispielsweise Effekte erreicht? Wo werden Arbeitsplätze geschaffen? Ja, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn die Espera hingeht und sagt, wir haben Partner in Spanien und in Italien, das heißt, wir haben hier einen Dreiklang, ja, brauchen wir im Prinzip entweder komplementäre Förderprogramme aus den Regionen, ja, die irgendwie übereinander passen, sowas Ähnliches gibt es in Eurostars und Eureka, oder man geht hin und sagt, wir haben hier ein tatsächlich supranationales Programm, wir haben schon die Konstellation, wir haben die Partner, mit denen wir gut zusammenarbeiten können und versucht sich tatsächlich an einem europäischen Förderprogramm, ja, einer Verbundforschung, wo nicht alle Aspekte der Verbundforschung in der EU, aber beziehungsweise wo die Verbundforschung innerhalb der EU tatsächlich auch diese Anforderung stellt. Sie brauchen mindestens drei Partner aus drei unterschiedlichen Ländern, um Verbundforschungsprojekte inzwischen heißt es Horizon Europe, vollziehen zu können. Das FTI gibt es inzwischen nicht mehr. Das ist jetzt die Accelerator-Förderung oder die Pathfinder-Förderung oder die Transition-Förderung im sogenannten Innovation Council, wo quasi sehr, sehr angewandt finanziert wird, so wie bei Ihrem Projektbeispiel.
man wirklich die Innovation vorantreiben muss und demonstrieren muss. Das ist nämlich auch eine Ausnahme, wo man nicht unbedingt diese Partner aus drei verschiedenen Ländern benötigt, zumindest jetzt in der aktuellen Programmfassung nicht mehr. Das heißt, je nachdem, in welche Region die Förderung hinfließen soll, ja, erfolgt auch die Auswahl eines möglichen Fördertopfes oder die Kombination von Fördertöpfen, was ebenfalls möglich ist. Natürlich ganz, ganz wichtig, okay, was sind die Aufwandsposten? Also Sie haben natürlich die möglichen Empfänger, Sie haben den Gegenstand und jetzt fragen wir, okay, was kostet Sie das Ganze? Ja, was gibt es für Aufwandsposten, die denn gefördert werden sollen? Denn je nach Programm sind die förderfähigen Aufwandsposten sehr, sehr unterschiedlich. In der Forschungszulage beispielsweise gibt es nur die zwei Aufwandsposten Personal, interne Personalkosten und externe Entwickler für externe Dienstleister für Forschung und Entwicklung. Das heißt, nach extern vergebene Forschungs- und Entwicklungsaufträge. In anderen Förderprogrammen gibt es auch Förderung für Komponenten, gibt es gegebenenfalls tatsächliche Förderung von bestimmten Hard- und Softwarekomponenten, die sie für eine Entwicklung benötigen, gegebenenfalls auch Lump-Sum oder Pauschalen für solche weiteren Bausteine, die natürlich notwendig sind, gegebenenfalls für ein Projekt. Das heißt, man müssen genau verstehen, was sind die förderfähigen Posten, was sind die Aufwände und die Kosten, die bei einem Unternehmen, bei einem Antragsteller im Zusammenhang mit einem konkreten Vorhaben anfallen. Personal, Einzelteile, Lizenzen, Labormieten, Umbaumaßnahmen, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die tatsächlich förderfähig sind, wenn wir von Förderung sprechen. Ja? Und ganz, ganz wichtiger Aspekt im unternehmerischen Sinne ist das Thema Timing. Dringlichkeit. Wenn der Markt eine Lösung haben will, kann es Sinn machen, auf Förderung zu verzichten, auch wenn es gegebenenfalls möglich wäre, und einfach auf eigene Kosten zu entwickeln. Oder Sie müssen im Prinzip das Thema Timing, Dringlichkeit einfach einpreisen. Ja? Wenn Sie hingehen und sagen, es ist etwas, wo ich bei Startups ganz, ganz regelmäßig der Fall, wo Investoren hinterhängen und die Ergebnisse bestimmte Finanzierungsrunden Ergebnisse einfordern zu bestimmten Deadlines. Ja, da kann es nötig sein, auf bestimmte Töpfe zu verzichten, vielleicht mit niedriger Beihilfeintensität auf andere Töpfe zuzugreifen, nur weil die schneller sind. Ja, aus dem Grund Timing, weil die Varianz bei möglichen Projektbeginn und Projektlaufzeiten im Programm ist enorm. Ja. Von der Forschungszulage, von der wir heute gehört haben, die sogar rückwärts fördert. Ja, das heißt, alles, was sie ab dem 2.1., ja, dann ist der früheste Projektbeginn, 2020 in Forschung und Entwicklung investiert haben, im Sinne von Personal und externen Aufträgen, was nicht schon in anderen Programmen gefördert worden ist, kann hier sogar rückwirkend gefördert werden. Ja. Dann gibt es Programme, da dauert das vielleicht 2-3 Monate, wie so Innovationsgutscheine und sonstige De Minimis-Förderprogramme, die gehen recht schnell in der Begutachtung. Und dann gibt es Programme wie auf EU-Ebene oder auch Fachprogramme beim Bund. Dort sind teilweise mehrstufige Verfahren, sodass Sie ab einem bestimmten Stichtag, den Sie auch noch anpassen müssten mit Ihrem Antrag, ungefähr 8, 9, teilweise auch ein Jahr warten müssen, bis Sie mit den ersten Ausgaben starten können, die in diesem Vorhaben gefördert werden sollen. Also die warten auf den Zuwendungsbescheid und dürfen dann erst mit dem erklärten Projektstart mit ihren Ausgaben beginnen. Die Varianz ist also sehr, sehr groß. Teilweise gibt es sogar Programme, wo sie mit Einreichung des Antrags auf eigenes Risiko beginnen können. Aber das muss man im Blick behalten. Weitere Themen, die ich hier natürlich interessiert habe, es gibt natürlich sehr, sehr viele weitere Fragen, die sehr, sehr spannend sind und die man einfach mit dem Blick behalten muss. Wie das Thema, was Herr Korthoyer auch heute erwähnt hat, das Thema IP, geistiges Eigentum. Sind Sie als Unternehmen bereit, diesen Open Innovation, Open Source Gedanken zu adressieren und im Prinzip zu publizieren, zur Verfügung zu stehen? Je nach Programm werden Sie eingeladen, um auf irgendwelchen Messen auszustellen, Gemeinschaftsstellen auszustellen und Ihren Prototypen zu zeigen. In manchen Programmen ist es halt nicht der Fall, wie der Forschungszulage. Da gehört alles, was Sie machen, Ihnen. Es gibt keine Publikations- und Veröffentlichungspflichten. Aber dafür gibt es halt eine durchaus signifikant niedrigere Beihilfeintensität. Das heißt, man muss sich im Prinzip mit den eigenen strategischen Gesichtspunkten, mit der eigenen Position auseinandersetzen. Und genau das machen wir als Zenit auch für unsere Klientel, für unsere Kunden. Sodass wir unser möglichst Bestes tun, den Unternehmen
Arbeit bei der Recherche und beim Sortieren und Sortieren dieses Förderdschungels unter die Arme zu greifen. Das Besondere bei Zenit ist nochmal, dass wir mit einer Reihe von öffentlichen Mandaten ausgestattet sind. Das bedeutet, dass wir sie kostenlose erste Informationen und Bewertungen ihrer Projekte denen vornehmen können. Ja? Wir schauen, ob das, was sie tun, grundsätzlich förderfähig sein kann und sich irgendwo aktuell in der Förderlandschaft auch widerspiegelt. Ja? Und entsprechende Empfehlungen sprechen wir auch aus. Und wir sind auch ehrlich genug zu sagen, aktuell passt das nicht oder die Förderlandschaft entspricht dem nicht, was sie davor haben. Wenn Sie einen Antrag stellen möchten in Programm XY, also wir kriegen ja auch oft Unternehmen, die sagen, ich habe hier was von CIM gehört oder von EU Horizon, ich möchte da einen Antrag stellen, wo wir sagen müssen, lassen Sie lieber die Finger davon. Ja? Und das machen wir auch. Denn wir möchten natürlich möglichst vermeiden, dass Unternehmen sich verrennen und verzetteln. Wir prüfen die Antragschancen, vermitteln die Do's und Don'ts und befähigen ein Unternehmen tatsächlich in das richtige Programm zu laufen, in die richtigen Programme auch die Anträge zu stellen und geben auch Feedbacks zu den konkreten Antragsskizzen und natürlich auch Informationen für die Antragsteller, was die Antragswahrscheinlichkeit und Erfolgswahrscheinlichkeit und Chancen des erfolgreichen Antrags angeht. Wenn wir den Stift in die Hand nehmen und an Projekten mitkalkulieren, mitschreiben müssen, wir haben einige Beispiele heute schon gehört, wie so etwas funktioniert, ist das natürlich auch bei Zenit keine kostenlose Dienstleistung. Auch dafür haben wir kein öffentliches Mandat, ja? Sondern wir orientieren, beraten und begleiten kleine und mittlere Unternehmen kostenlos. Aber sobald es in die konkrete Antragstellung geht, Antraggestaltung reingeht, wo wir Arbeit übernehmen und wirklich auch mitschreiben und auch ins Abrechnungswesen beispielsweise reingehen. Das sind natürlich Angebote, die wir auch kostenpflichtig anbieten. Und ich denke, mit diesem Orientierungs- und Begleitangebot sind wir sehr, sehr flexibel und können sehr, sehr viele Unternehmen und konnten in der Vergangenheit sehr, sehr viele Unternehmen tatsächlich unter die Arme greifen. Zwei davon haben Sie heute kennengelernt und da sind wir natürlich auch stolz drauf. So viel von mir. Ich stehe für Ihre Fragen sehr gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Pavelyev. Ich sage mal so, das war jetzt wirklich komplex. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch eine große Fragerunde einstiegen, würde das uns, glaube ich, etwas überfordern. Auch mit dem Hinblick darauf, dass wir ja hier kurz und knapp die Informationen bringen möchten. Aber natürlich, Sie sind der Ansprechpartner. Sie stehen zur Verfügung. Das nochmal als Anregung für alle, die uns treu geblieben sind bis hierhin. Ich hätte noch mal eine Frage in die Runde, insbesondere an die Entscheider hier. Ich packe mal gerade alle noch mit dazu. So, das ist dauert einen kleinen Augenblick, muss gerade die Spotlights-Videos nochmal packen. Das, was wir gerade gehört haben über den Förderdschungel hier in Deutschland, lassen wir mal die europäische Ebene mal weg. Ist das etwas, was grundsätzlich gut ist, oder ist das, wie vieles in Deutschland, viel zu komplex, viel zu langwierig? Könnte man das alles viel einfacher machen? Das wäre mal so meine Frage zum Abschluss. Vielleicht mal einmal in einer Runde mal kurz durch, so eine kurze Einschätzung, ob es da aus Unternehmenssicht andere Lösungsmöglichkeiten gäbe. Und ich glaube, dann haben wir es auch für heute geschafft. Ja, ich fange vielleicht gerne mal an. Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen zweischneidig, bin ich da ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben es gesehen, es gibt genug Fördertöpfe, auch im unterschiedlichen Umfang, national, international. Ich glaube, mit einer guten Beratung, guten Unterstützung bin ich auch in der Lage, auch wenn ich mich da nicht auskenne, relativ schnell zu einem vernünftigen Ziel zu kommen. Das, was ich ein bisschen kritisch finde, ist, wenn es um so ganz kleine Forschungszulagen geht. Ja, ich sage mal bis von mir aus 10.000, 20.000 Euro oder von mir aus auch nur bis 10.000 Euro. Da meine ich, müsste es auch möglich sein, und da wird es leider schwer, das wissen wir, Herr De Vigny hat das so perfekt nämlich präsentiert, eigentlich ein tolles Konzept, super, dreimal gescheitert, weil man den Antrag gesagt hat, Mensch, das ist doch so gut, ist nicht klargekommen, weil das Wording vielleicht einfach nur nicht richtig gepasst hat oder sonstiges. Das finde ich ein bisschen kritisch, weil das ist so ein bisschen wie Schule und Nachhilfe. Wenn ich für jedes Schulprogramm irgendwo nachher eine Nachhilfe brauche,
dann hat der Lehrer vielleicht eher was falsch gemacht, als dass ich vielleicht zu dämlich bin. Und ich glaube, gerade bei diesen kleineren Programmen, da ist es für mich wichtig, das muss ich selber machen können, ohne dass ich da tief in der Materie drin bin. Das muss natürlich immer eine Art Forschungsbezug oder eine Neuigkeit sein. Das finde ich wichtig, weil wir kennen das über unsere Bundesregierung auch, das Gießkannen verteilen. Das hatten wir jetzt in der letzten Zeit sehr oft. Das kann nicht das Ziel sein. Da muss natürlich auch wirklich was dahinter sein. Aber für mich bei so kleinen Programmen oder kleinen Unterstützungen muss es auch irgendwo noch sein, Antrag stellen, präsentieren, kurz und knapp in einem relativ vernünftigen Zeitraum und dann auch zum Ergebnis kommen. Das kann ich nicht sein, dass ich dafür dann permanent Unterstützung brauche. Aber bei etwas größeren Projekten, ganz klar, da braucht man die Unterstützung, weil da sind wir nicht die Spezialisten und das ist wie bei meiner Steuererklärung, da bin ich auch nicht der Spezialist, da brauche ich einfach jemanden, so ist es nun mal. Gerade wenn ich ab einer gewissen Güte auch ein gewisses Geld verlange. Da möchte ich einfach nochmal anschließen, dass es, ich sehe auch noch keinen richtigen Lösungsaspekt dafür, sehr, sehr unübersichtlich ist, was Herr Pavelyev auch so schön dargestellt hatte. Und da es auch verschiedene Stellen halt gibt, die halt verschiedenste Fördermöglichkeiten auch zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie man da tatsächlich weiter vorgehen sollte, dass es irgendwie einfacher wird, aber ich denke mir, dass wir tatsächlich uns überlegen müssen, staatlicherseits, wie wir da eine bessere, einfachere Förderung hinbekommen, die einfacher zu überschauen ist und wo man halt nicht regelmäßig dann bei Zenit fragt, ob es nicht irgendwas Neues gibt und ob es nicht irgendwie ein neues Projekt gibt, weil man irgendwie gar nicht mehr den Überblick hat, wer alles gerade da irgendwelche neuen Fördermittel gerade bereitstellt. Ich halte das für sehr, sehr komplex mittlerweile. EU ganz außen vor an der Stelle. Allein schon für Deutschland ist es schon außerordentlich schwierig. Naja, ich meine, es gibt ja diesen Kalenderspruch, wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Das könnte man natürlich sagen, dass die Komplexität von Förderprogrammen vielleicht und dieser Förderdschungel auch verhindert oder zumindest ein bisschen die Hemmschwelle reguliert, dass zu viele Sachen in Förderungen rein wollen, die da am Ende des Tages vielleicht nichts drin zu suchen haben. Also Anwesende wie immer ausgeschlossen. Ich glaube, dass wir da sehr wohl reingehören mit allem, was wir so tun, auf den ganz unterschiedlichen Leveln, auf denen wir unterwegs sind. Aber mit Sicherheit wäre es im Alltag extrem hilfreich, wenn das einfacher und schlanker zu bewältigen ist. Und ich glaube, da spreche ich auch für alle. Wir haben ja nun mal in unserem unternehmerischen Alltag, in dem wir ja alle stecken, auch tausend andere Sachen am Bein, um die wir uns zu kümmern haben. Und natürlich ist es für einen Unternehmer extrem wichtig, auch den Betrieb am Laufen zu halten in jeder Hinsicht. Und welchen gewaltigen zeitlichen, organisatorischen, logistischen und sonstigen Aufwand ein solcher Prozess bedingt, wenn man auf das Thema Förderung geht, das haben wir jetzt sehr anschaulich gesehen. Wenn man diesen Zeit- und Verwaltungsaufwand, das Organisatorische, was im Unternehmen landet, bei demjenigen, der einen Förderantrag stellt, wenn man das ein wenig runterdampfen könnte, auch gerade was wir von Herrn Korteuer gehört haben in der Dokumentation des Ganzen, was ja nochmal ein Wust ist. Das ist ja ein Wahnsinn. Das füllt ja Berge von Papier wahrscheinlich in Aktenordnern. Das wäre natürlich eine Sache, die absolut begrüßenswert wäre, also das an der Stelle zu verschlanken. Denn grundsätzlich glaube ich, und das sehen wir, denke ich, alle so, ist das ja extrem begrüßenswert, dass es diese Förderprogramme auch in dieser Vielfalt gibt, wo am Ende des Tages jeder Topf ja fast so seinen Deckel finden kann, mit der entsprechenden Beratung dann allerdings auch. Ja, das ist, glaube ich, auch das Fazit des heutigen Tages. Ne? Trotz aller Komplexität haben wir hier drei Beispiele, die haben es, drei Unternehmen, die es genutzt haben, die es wieder machen würden, trotz hoher Komplexität oder vielleicht auch wegen dann etwas einfacherer Handhabung, wenn ich an Bluecon denke. Und insofern, denke ich mal, haben wir dann heute unsere Mission auch erfüllt. Wir haben einen Überblick gegeben einen Einblick in den Förderdschungel, den hat Herr Pavelyev gegeben. Und wir haben Eindrücke gegeben aus Unternehmen, die sich mit Förderprogrammen halt beschäftigt haben. Und ich glaube, mehr können wir heute auch nicht leisten. Insofern an alle draußen, an den Empfängern, wenden Sie sich gerne direkt an Zenit, an Herrn Pavelyev. Die Kontaktdaten, die packen wir nachher auch noch mal in eine Mail von allen. Ich müsste ja die Mails haben. Da schicken wir noch mal ein kleines Fazit rum, sonst auch noch gerne auf LinkedIn. Ansonsten Zenit in Mülheim ist auch leicht übers Internet zu finden. Ich darf mich bei allen ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben in unseren, ich glaube fast Punktlandung, 18 Uhr, das war das Ziel, in zwei kompakten Stunden einfach mal Eindrücke zu vermitteln, Einblicke zu geben rund um das Thema Förderprogramme. Ganz herzlichen Dank und ich würde mal sagen, vielleicht ja bis zum nächsten Jahr.
Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Genau. Bis zusammen. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss.